So, Leute, willkommen zum heutigen Stream. Wir gehen mal auf Ark und haben heute noch ein kleines bisschen was vor. Ich habe beim Züchten ein bisschen gefailt gehabt. Glaube ich, da muss ich noch was zeigen. Und ansonsten würde ich heute noch mal ein paar von den schweren Caves machen. Weil ich ein bisschen Alpha-Bosse ja, klatschen will, beziehungsweise noch vorbereiten muss. Wir müssen eventuell noch einen anderen Giga finden. Und wir wollen noch ein paar Sachen zähmen, wie den Maywing. Hier den Voidwurm oder den Astrodelphis. Und da müssen wir mal gucken. Da ich hier erstmal, glaube ich, so noch nichts machen kann. Ich hätte gedacht, ich schnappe immer mein Zeug und hole mir auch die Uties und eier einfach mal zu schweren Eiskäfer und mache die für den Anfang. Damit wir das mal hinter uns haben und noch ein paar andere kleine Sachen auch. Ja, ich habe mich ja wieder vom Stream gedrückt. Es ist warm. Irgendwie auch nicht mehr so viel zu tun oder so, Ultra-Zock-Hype. Ich wünsche mir manchmal so ein kleines bisschen mehr Wochenende oder frei. Ich habe wieder noch was fürs Buch machen müssen und noch ein paar andere Dinge auch. Projektplanung und ja. Morgen, übermorgen frei, mal gucken. Vielleicht sogar auch nochmal Mittwoch, weil am Mittwoch ist irgendwie erscheint auch wieder ein komisches Fußballspiel. Da müssen wir mal gucken. Aber ja, so viel zu dem, was dort abging. Creamy noch für die 3,33. Vielen Dank. Und direkt hinterher Birdie. Creamy ärgern ist toll, aber vom Gewitter geweckt zu werden um 6 Uhr morgens nicht. Das ist normalerweise nur ein Blitz gewesen, der klang wie ein Peitschenhieb. Ne? Wecker mit Blitzsound, warum nicht? Das nennt man den Naturwecker. El Magnifico, 60 Monate Grease-Up. Ey, Happy Birthday zu 5 Jahren, alles Gute weiterhin. Ja, ich weiß, ich bin erst 5 geboren. Nein. Ey, danke dir fürs Verlängern. Das ist ultra lang. Gestern hatten wir jemanden, glaube ich, mit 4 Jahren, heute mit 5 Jahren. Und Creamy, 10 Monate resubbed, Stufe 2. Danke, Leute. Ja, komisches Fußballspiel. Es bringt halt nichts, wenn ich dann ein Programm mache, wenn sowieso keiner da ist. Oder gefühlt fast niemand. Da muss ich mich ein bisschen nach euch richten. Für heute, wir legen einfach mal relativ direkt los. Ich habe da vorne noch einen Otter drin. Den sollte ich mir vielleicht mal mitnehmen, auch um den Hals legen. Das müsste hier sein. Ich habe nämlich 2 sogar noch. Gucken wir einfach mal den. Und dann brauche ich meine UTs, die allerdings nicht hier drin sind. Das sind die Zucht-UTs, sondern die sind irgendwo hier in der Kapsel drin. Ja. 270er und 200. Ja, das müsste doch gewesen sein. Genau, das ist der gelevelte. Oder sind die gelevelten, sagen wir mal so. Ja, Dani hat auch geresubbt. 21 Monate Stufe 3. Hey, vielen Dank auch an dich fürs Verlängern. Und moin. Luke Bombe auch nochmal 5 Bits und 10 Bits davor. Dankeschön. Geht so nicht über 30 Monate. Die langjährigen und Tier 3 Subs sind heute am Start. Ist heute irgendein Tag, wo irgendein Zyklus endet oder was? Läuft. Ey, vielen, vielen Dank. Wir sehen zu, dass wir heute noch ein bisschen produktiv sind. Wenn ich die Caves nochmal abhake, ich muss dir was zeigen. Ich habe hier vorne irgendwie gefailt. Ich hatte einen falschen T-Rex hier drin, bei den Females hier vorne. Der hatte schon Mutationen drauf, weil der ist, der hat sich irgendwie da reingemogelt, habe ich mich vertan. Und von diesem gab es dann eine Mutation, die ich für die Zucht genommen hatte. Und dann hatte ich jetzt hier Dinos bekommen. Der hat jetzt zwar schon 19 von 20, aber nur nach meiner Benennung. Der hat eigentlich schon 33 drauf und das sollte nicht sein. Da habe ich irgendwo ein bisschen, ist irgendwas schiefgelaufen. Und ja, weil da was schiefgelaufen ist, habe ich die Zuchtlinie nochmal nebenbei neu gemacht. Das ist jetzt die hier, das ist jetzt ein rein rassiger in Anführungszeichen. 16 von 20, weil da kommen jetzt häufiger Mutationen noch. Hier habe ich nämlich eine 0,3% Chance, auch schon bei den, die hinten waren alle schon nicht mehr richtig. Und irgendwie ärgert mich, dass das jetzt nicht perfekt ist. Deswegen musste ich es nochmal perfekt machen. Und ich bin jetzt bei 16 von 20 männlich. Dann 17, 18, 19, 20. Ich werde das über die nächsten Tage machen. Mal gucken. Aber da habe ich echt gefailt. Hier geht so eine QB 100 Bits und damit Train gestartet. Die haben alle eben mit reingezählt. Wir sind schon fast auf Level 3. Vielen Dank, Leute. Wenn man einen Stufe 2 oder Stufe 3 Sub hat, dann zählt er auch, glaube ich, mehr Prozente beim Hype Train. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist damit drin. Und ein anonymer Cheerer hat auch noch 100 Bits da gelassen. Vielen Dank, Leute. Moin, wir starten. Ganz entspannt. Jedenfalls, also hier muss ich nochmal gucken. Das ist so ein bisschen. Oh, das ist gleich fertig. Ich hätte gedacht, wir gehen trotzdem einfach mal ganz normal los. Ich equip mich einfach mit der Pelzrüstung dann jetzt.
Habt ihr gern 100 Bits? Vielen Dank. Auch nochmal. Danke, danke. Ganz kurz hier rüber. Ich glaube, Pelzsachen hatte ich hier drin. Genau. 1, 2, 3, 5. Und muss ich die reparieren? Vorerst. Habe ich hier Pelz drin? Ja, ein bisschen was. Ich glaube, ich muss die nicht reparieren. Ich nehme die mal unrepariert mit. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt wurscht. Ich tue mal den Rex-Sattel rüber. Ein paar Kryokapseln, die ich noch zu viel mit dabei habe. Wir brauchen einen Otter. Und die beiden Uties. Dann wieder Schrotflinte, Munition. Einfach um durchzukommen. Enterhaken für den Fall des Falles, was ich hoffentlich ja wahrscheinlich nicht brauchen werde. Das sehen wir dann. So, dann machen wir die überschüssigen Kryokapseln raus. Und den Sattel, der kommt hier mit weg. Ja, das Fleisch kommt hier raus. Und dann sind wir gleich gerüstet, dass es losgehen kann. Wasserflasche. Und dann schauen wir los. Oxmox, so. Ich glaube, das ist die erste Silbe verschluckt. Danke für den Resub. 8 Monate in Folge. Vielen Dank fürs Verlängern. Und ja, Minecraft kommt auch nochmal. Wir sind jetzt sozusagen in den letzten Atemzügen von Ark. Das sind die letzten Ark-Züge sozusagen. Wo haben wir denn hier Wasser? Wasser, 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 Wasser. Hier ist Wasser noch drin. Einfach nur für den Fall. Eine reicht. Fledermäuse gibt es nicht in der Cave. Das brauche ich nicht. Eventuell ein bisschen schwaches Heilmittel. Da könnten wir mal gucken. Die Rüstung hat ansonsten gereicht, mich warm zu halten. Das ist gut. Ich habe nirgendwo gefroren. Mit dem Ort halt noch. Das war ganz gut. Creamy 244. Freches Birdie. Wir sind wieder auf 777. Ja, aber ganz, als ob Birdie so schnell reagiert hat. Creamy hat. Und dann mit einem Fingerschnipp danach, das waren nur ein paar Sekunden, oder? Birdie in der Hand, das dauert doch mal ein Weilchen. Kann doch nicht sein. Danke, danke, Creamy, auch nochmals. Leute, ich müsste eigentlich alles dabei haben. Wir nehmen die wieder mit. Ebenso brauche ich ja dann auch nochmal eine kleine Cave. 190 Munition, das ist okay. Ja, die nehmen wir mal. Was hat ich denn sonst noch mit? Die Entehaken. Die haben wir hier, die nehme ich einfach mal mit. Vielleicht ein kleines bisschen Munition, auch wenn das wahrscheinlich nicht notwendig ist. Ich habe genug zu essen dabei. Ich habe ein bisschen was zu trinken dabei. Wir nehmen die Uties mit. Wir nehmen die Spitzhacke gleich noch mit, damit wir uns da durchhauen können. Ich gehe hier mal kurz was trinken. Hallo, kann ich hier? Aber wahrscheinlich, weil ich am Schwimmen war. Ja, Schwimmen kann ich nicht auffüllen. Dann habe ich jetzt hier 2 Getränkeflaschen. Das ist gut. Mein Fleisch ist vergammelt in der Zwischenzeit. Ich bin auf der Island. Genau. Bosskampf, ich habe immer noch keine weitere Rex-Armee. Ich bin noch nicht fertig mit Züchten. Ich will, wenn dann die perfekte Rex-Armee haben. Ich habe gefailt beim Züchten. Irgendwo hier war ein falscher Base Female drin, der schon Mutationen hatte. Ich habe nämlich mal nachgestockt gehabt und irgendwie ist ein falsches Ei, was ich ausgebrütet habe, da reingekommen. Das hatte schon Mutationen drauf, war trotzdem einfach 243 wie alle anderen auch, hat aber schon 7 Mutationen drauf gehabt. Und dann wird es durcheinander und jetzt muss ich nochmal neu losgehen. Und nochmal von vorne, also das ist nicht ganz von vorne, also die letzten 5 Level muss ich jetzt nochmal machen. Ansonsten wäre ich jetzt schon bei 19 von 20 gewesen. Ich mache das so, dass ich bis Mittwoch eine perfekte Armee fertig habe und dann können wir Bossfights machen. Also Mittwoch gibt es Bossfights. Wenn es geht, stopp, wann am Mittwoch war das Fußballspiel? Vielleicht werde ich Mittwoch etwas früher streamen nachmittags und dann im Anschluss ist halt das Fußballspiel, wenn das anfängt, machen wir fertig oder so. Irgendwie sowas, weil irgendwie, keine Ahnung, nicht. Macht keinen Sinn, finde ich. Heute. Bella Strange hatte noch, glaube ich, gerestart. 3 Monate, vielen Dank. Und Kitsune Kyubi hat sich erbarmt und hat gesehen, dass der Hype-Train kurz vorm Auslaufen ist und hat sich gedacht, da kriegen wir doch noch mal ein kleines bisschen was angeschoben. Ey, danke dir. Nächste Stufe. Ein Chant von Creamy. Also Mods haben Chant erstmal gestartet. Herzenswelle incoming, Kitsune Kyubi. Vielen Dank an der Presse AT, Toadsworth, Xela, Laurenz, Andi TV, Basti Werisch und Ostdeutscher Leckerbissen haben alle nochmal einen Sub bekommen. Und ja, wir sind auf dem Weg zu Level
5. Warte mal ganz kurz. Haben wir gerade 4 übersprungen? War das nicht kurz vor Level 3 und jetzt sind wir schon auf Level 4? Wir haben Level übersprungen. Leute, ich habe den Train ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe die Schwierigkeitsstufe runtergestellt, weil, ja, also, damit wir mal hier durchkommen. Ich glaube, der hat noch die Schwierigkeitsstufe von Craft Attack gehabt. Da war es halt, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Aber ich passe da mal so ein kleines bisschen an, je nachdem, wie es halt so ist mit der Zeit. So, hier aktivieren wir mal die Paarung. Das läuft. Und hier hinten, das wäre jetzt halt sozusagen dann später ein fast fertiger. Der hat da viel zu viel. Der hat einfach dann 38 KP oder so auf normal. Leute. Es wird heftig. Okay. Dann probiere ich mal. Was fehlt denn noch? Brauche ich ein freier Curry? Ich glaube, ich habe das nie reingehauen. Das letzte Mal. Das sollten wir eigentlich nicht brauchen müssen. Ich fliege mit dem Ausdauerdrachen. Und übrigens, der Kampfdrache hat sich mittlerweile erholt. Der hat wieder voll AP. Ja, wenigstens etwas. Lord Army, danke dir. 5 Monate gerestart noch. Bald ein halbes Jahr voll. Super lieb. Vielen Dank fürs Verlängern. Danke, danke. Ja, wir müssen ansonsten alles, fast alles haben. Was brauchen wir denn nochmal für die Ice Cave? Also das lasse ich mal hier draußen, das muss ich nicht mitschleppen. Die Tech-Rüstung, wir ziehen uns dann gleich die Pelzsachen an, ansonsten können wir nackig hochfliegen. Drachen parke ich vorm Eingang, ich gehe rein mit der Schrotflinte, mache ein bisschen Platz, dann werfe ich meine Utis raus. Der Otter kommt auf die Schulter, den muss ich aber jetzt gleich abwarten. Ich habe auch den Cooldown. Ja, da so eine große Fläche bauen können. Ich? Wie ich so eine große Fläche auf der Island bauen konnte? Naja, ganz einfach. Ich habe einfach den Fluss zugebaut. Schaut es euch an, wie viel Platz hier ist. Hier ist Platz für alles auf der Island. Ich bin gerade hier unten. Ich habe mir einfach den Fluss zugeteert. Weg mit der Natur einfach. Hier vorne ist sowieso ein bisschen flach, da ging das einfacher, da war es ein bisschen Diva. Ich habe mir den kompletten Fluss zugetackert. Gnadenlos, da kenne ich nichts. Okay. So, Leute. Wie machen wir das denn? Ich müsste warten, bis ich den Otter rauswerfen kann. Das dauert einen Moment. Und dann sammle ich ihn schon mal ein. Dann brauche ich 5 Minuten zum Hochfliegen. Dann, wenn ich oben angekommen bin, kann ich auch direkt dann den ersten Uti in die Cave dann raushauen. Muss wieder 5 Minuten warten, dann geht's rein. Noch Spitzhacke noch. Spitzhacke hat gefehlt. Irgendwas war's doch. Da gucken wir mal. Spitzhacke it is. Das fehlt uns noch. Da können wir auch eine mit dem, naja, die ein bisschen Haltbarkeit hat. Das muss ja... Ja, komm, lass die hier nehmen. Die 180er. Kommt dann einfach auf die 1. Dann brauche ich die Mad Bruce. Einfach mal hier, ein 38 sollte reichen. Ansonsten brauche ich nichts, ne? Nö, that's it. Für die Cave einfach nur Pelzrüstung. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier nicht drauf gehen. Aber das sollte gehen. Ich habe es das erste Mal geschafft. Das zweite werde ich es ausschaffen. Das zweite werde ich es auch viel schneller schaffen, weil die Viecher jetzt mehr Leben haben. Und ich wahrscheinlich nicht so viel Force feeden muss. Wir brauchen da keine Pausen. Und wir sollten da easy durchgehen. Ich setze eine Markierung auf der Karte, indem du die Karte aufmachst und dann P drückst. Für Point. So, Leute. Ich habe ein neues Hype-Train-Emote bekommen. Einmal hier rein. Ich poste es mal im Chat. Ey, vielen, vielen Dank, Leute. Hype-Train fährt durch. Ihr kriegt eure Emotes auch verteilt. So, dann marschieren wir doch mal los. Otter kann ich jetzt rausholen. Otter, there you go. Der hat übrigens auch sehr, sehr viele Level, wo wir dann gleich mal gucken. Also, er muss jetzt gleich ziemlich viel kriegen. Am liebsten würde ich eigentlich Hunger bei dem Hochleveln, aber komm, erstmal ist egal. Machen wir irgendwann mal, wenn es soweit ist oder nötig ist. Brauche ich noch was für die schwere Ice Cave? Chat, jetzt seid ihr dran. Was habe ich das letzte... Oh, jetzt hat Mikrofon gewonnen. Was habe ich das letzte Mal dabei gehabt? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, Overseer möchte ich am Ende noch machen, wenn ich kann. Haben wir alles für die Ice Cave. Ich glaube, ich brauche keinen Fryer Curry. Habe ich das letzte Mal auch nicht gebraucht. Mir war nicht zu kalt. Chat ist tot. Okay, wir können anfangen. Chat ist RIP. So, ja, dann fliegen wir mal los, I guess. Müsste mal alles haben. Ich will nicht schon wieder was vergessen haben, dann zurückfliegen müssen. Zweiten Otter brauchen wir nicht. So, wir fliegen los. Da nach oben. Jo. Hatte ich nicht noch irgendwas? Schlafsäcke müssen noch da sein und alles Mögliche. So, moin Leute, wir machen einen entspannten Abend Arc. Und heute auch wieder nicht ganz so lang gestreamt. In meinem Büro sind es immer noch 31 Grad jetzt, literally. Jetzt gerade in diesem Moment. Ich habe 31 Grad in der Bude. Es helfen. Ich habe eine Klimaanlage gekauft, die hat umgerechnet. Ich glaube 250 Franken waren es, gekostet. Und die, ja, ist ein großes Ding, die pustet ultra viel kalte Luft, aber das Problem ist, also ich leite die Wärme auch raus, das ist klar, aber das Problem ist einfach, das Zimmer kühlt sich trotzdem nicht ab. Sobald ich die ausschalte, 5 Minuten später, sind es wieder 31 Grad. Leute. Und dann drücke ich mich manchmal ein bisschen vorm Stream, es ist so. Ich habe noch ein bisschen anderes Stuff zu tun gehabt. Muss nachher noch eine E-Mail abschicken. Die habe ich jetzt davor noch nicht weggekriegt. Die finale Korrektur fürs Faktenbuch. Letzte Änderungen sind noch bis morgen möglich. Dann geht das in den Druck. Und auch wenn ich das eigentlich schon abgegeben habe und abgeschlossen habe, es kommen ja dann trotzdem, wenn die Korrekturen gemacht worden sind, kriege ich das nochmal zum Durchlesen. Und wenn ich das nochmal zum Durchlesen kriege, dann muss ich ja nochmal sozusagen das komplette Buch überarbeiten und aufarbeiten, dass da keine Fehler mehr drin sind. Ja, und das ist jetzt sozusagen schon das zweite Mal, dass ich drüber gucken muss und nach Fehlern schaue. Und das geht halt nicht anders. Es dauert halt einfach. Das ist halt auch wieder was anfällt und ich weiß immer nicht, wann es anfällt. Und da habe ich mich jetzt heute einen Tag drüber gekümmert und das zieht halt auch wieder. Dann habe ich heute probiert, noch ein weiteres Video aufzunehmen von einem sehr, sehr coolen Bug, der funktioniert mit einem Amboss. Aber ich habe den nicht reproduzieren können. Es hat bei mir nicht geklappt. Und dann sitze ich da eine Stunde im Programm, es geht einfach nicht und dann habe ich die Zeit auch gewastet. Tja, das war mein Tag ansonsten. Deswegen heute wieder ein kleines bisschen. Aber ich versuche mal so zeitigst möglich da zu sein. Manchmal drückt sich mein innerer Spark. Warte mal ganz kurz, hier ist doch der Eingang, oder? Nee, warte. Doch. Genau, Mitspieler, das denke ich mir auch manchmal. Ah! Okay, der Yuti greift durch den Drachen an. Genau das denke ich mir auch, Mitspieler. Was ist das für ein Yuti? Level 20, das ist ja putzig. So. Warte, warte, ich lese ihn euch gleich vor. Gib mir eine Sekunde. Ich würde hier vorne mal schnell das Problem entfernen. Genauso wie diese anderen Problemchen. Ihr wisst noch, das letzte Mal, das erste Mal, als ich diese Ice Cave gemacht habe, das war eine Fiesta. Bin ich ja noch gestorben hier vorne, weil Wölfe da waren. Das heißt, wir scannen jetzt mal zuerst die Gegend, ob hier irgendwo was Wolfstechnisches rumrennt. Und wir clearen hier einfach mal alles weg. Also ist der Drache weggeflogen und so dies und das und dies und das. Sieht aber gerade gut aus. Sieht gerade okay und gut aus. Achso, oh, warte mal ganz kurz. Ah, ich sollte mal mein Pelz-Equipment übrigens anziehen. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass ich hier reingeflattert bin ohne Pelz-Equipment. Aber das macht nichts. Das ist, passt. Okay, so.
Dann ist Mitspieler Spark. Ich hoffe, du hast bei den Fehlerbewegungen zu 1.16 noch eine Sache vergessen. Quatsch. Ich hoffe, du hast bei den Fehlerbewegungen noch eine Sache vergessen. Da steht jetzt nicht mehr, du kannst nur nachts und Gewitter, sondern bei Nacht oder Gewitter schlafen. Und ich hatte sonst anfangs wieder 1.17 Punkte. Ja, das, die Sache ist die, auch jetzt, ob jetzt bei dem Nachrichtentext drin steht, du kannst nicht bei Gewitter und bei Nacht oder, nee, Quatsch, du kannst nur bei Nacht oder Gewitter und bei Nacht und Gewitter, weißt du, das sind solche Kleinigkeiten, das ist meistens für ein Video nicht so relevant, auch wenn es noch hier zu 1.17 gibt es noch so viele Sachen im Detail, auch die es in das große Video von mir nicht reingeschafft haben, das hat aber einen Grund, überleg mal, dann wäre das ja nochmals viel, 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 viel länger, wenn ich jede kleine Funktion erkläre, das ist halt nicht wichtig und relevant für ein großes Zusammenfassungsvideo, also die wichtigsten Punkte und alles, was man so wissen muss, ist eigentlich drin und für sämtliche weiteren Kleinigkeiten muss man dann halt gegebenenfalls entweder sich die Snapshots komplett angucken, oder nochmal, ja, einfach die nächsten Projekte mit beobachten. Hast du Gigaherz, die brauchst du für den Boss? Nein, habe ich noch nicht. Das ist ja gerade Witz. Die müssen wir uns auch noch holen. Aber, wenn ich schon mal hier bin, dachte ich mir, und die UTs strong sind, dass ich hier nochmal eine komplette Portion mir schnapp an, ne? Wie sieht's denn aus? Kann ich hier einen UT hinhauen? Gibt's hier irgendwas? Oh ja, die sind da. Ja, ich hätte jetzt ja ansonsten mein Duty reingeworfen, aber... ...225er. Ja... Wir machen das so, dass vielleicht hier nicht zu viele drin sind. Muss ich ja mal 5 machen? Oder ist das zu hell? Ja, soll ich den Jut hier einfach hier hinwerfen? Einfach den Jut werfen, mit dem Jut so lange die Stellung halten. Und ja, wir machen die schwere Ice Cave. Ich nehme den Jut, aber ich nehme den mit den vielen Leben, das ist der männliche hier. Der hat 35 KHP. Den nehmen wir und mit dem halte ich die Stellung. Ja, hier geht's gerade nochmal ab. Ich denke mal für den Anfang. Hat er echt den starken Sattel drauf? Ja, der hat einen starken Sattel drauf. Hatte ich eigentlich das letzte Mal den starken Sattel überhaupt? Wisst ihr das noch? Bin ich da mit dem starken Sattel rein oder bin ich ohne starken Sattel rein? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ja, ich muss jetzt 5 Minuten aushalten, bis ich den nächsten Duty werfen kann. Der hat auch ein paar Punkte zugekriegt. Da muss ich ein bisschen Damage hochleveln. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir nicht die krassen Sattel, ne? Ich habe hier einen echt starken drauf. 149, warum habe ich gerade trotzdem so viel Damage gekriegt? Ich fand, ich habe viel Damage gekriegt. Ja gut, weil kein Mate Boost. Und ja, weil kein Mate Boost. Das macht nochmal was. Mit Mate Boost nochmal die Hälfte. Das wird gut, glaube ich. Wenn du mit der Shotgun Third Person nachlädst, lädt ihr nur einmal nach und nicht die ganzen 6. Okay. Ja, die Viecher sind krass. Also ich halte hier einfach die Stellung jetzt erstmal und dann warten wir mal den Cooldown da unten ab. Level 420er Anglerfisch. Was hat er denn für Stats? 65 Punkte in HP und 61 Punkte in Angriff. Warum kann ich solche Dinos nicht zähmen? ...275 einfach. Ja, den kann man halt hier einfach nicht sehen. Ich habe diese Käfer ohne überragenden Sattel. Ich habe das letzte Mal mit normalem Sattel gemacht. Glaube ich. Den überragenden Sattel habe ich erst seit kurzem. Naja.
Wir warten. 2 Minuten noch. Dann können wir los. Eisner, danke dir noch für den Sub. Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Macht diese Caves normalerweise gar nicht mit Tames, sondern mit Grapples. Mit Grappling Hooks. Ja, und wie willst du dann hier durch? Die ganze Zeit? Also mit Ziplines habe ich mal was gesehen. Aber ansonsten... Wo hast du die ganzen überragenden Sachen? Hat 10.000 Höhlen gemacht. Nichts. Ja, aus seltenen Drops, unter anderem auch aus Genesis. Also diese Sattel, die müsste ich, oder den müsste ich, glaube ich, sogar aus Genesis irgendwo haben. Genesis 2 aus dem Loot Drop. Ich habe, wo es aber auch ziemlich, also Pelz-Sachen überragend, die habe ich hier gekriegt aus, das war, glaube ich, auch Genesis, aber hier die Sachen, die müsste ich gekriegt haben aus Scorched Earth, den roten Wüsten-Drops. Die Viecher mit Mate Boost auch immer, die ziehen so viel Ammo. Naja, was oben drüber und rennen? Wie oben drüber? Was heißt denn, wo wollt ihr denn oben drüber? Du kommst hier rein, wo willst du oben drüber? Du musst hier durch und hier ist alles voller Viecher. Hier kann man OP Rex-Sattel bekommen, entweder Genesis 2 Loot Drops. Ich habe auch überragende Rex-Sattel von dort, aber das Problem ist, ein Sattel hilft mir nicht viel, ich brauche einen Bauplan. Über die Decke, wie willst du denn über die Decke? Hier ist doch gar kein, ist das irgend so ein Bug-Ding? Buggt man sich da irgendwie durch? Einfach durchrennen soll tatsächlich eine gute Taktik sein. Viele andere Arcs-Spieler machen das zumindest. Muss dann halt recht viele Skillpunkte Geschwindigkeit machen. Ja, ich hau mich hier so durch. Ich prügel mich durch. Wir können jetzt gleich loslegen. Zweiten Duty raus, wenn der Countdown abgelaufen ist hier. Ne, und dann ist er nochmal eine Sekunde hochgegangen und ne. So, jetzt holen wir den weiblichen noch. Ja, hier kann ich auch noch mal ganz kurz drauf. Mal kurz gucken, wie es hier aussieht mit den Stats. Ich glaube, da wollte ich ein paar Punkte an HP verteilen. Der hat etwas weniger Rüstung jetzt. Ich weiß nicht, ob das cleverer war, aber... Ja, die Punkte habe ich schon an HP gemacht, weil er hat schon genug Damage gehabt. Okay, so, dann... Verhalten, Folgeabstand ändern von... Den habe ich weiter auf Mittel. Ich hoffe, das ist richtig so. Gut. Der folgt mir jetzt und jetzt haben wir Mate Boost und jetzt geht's hier los. Ich glaube, ich sollte hier hinten. Ah, natürlich muss ich jetzt, ja. Hat er mich gerade geboostet hier oder? Oha, da war ein Pullover übrigens noch. Eigentlich muss ich gar nicht hier hinten durch, aber. Killen hier einfach mal alles weg. Ja, mit dem Sattel ist das hier schon wieder eine ganz andere Nummer. Aber wir sind gleich voller Loot hier. Und die Bären hier hinten kommt man kaum ran. Okay, da sind noch ein paar Gorillas. Eigentlich wollte ich nur Platz machen, damit ich jetzt hier gleich in Ruhe durchlaufen kann, aber... Die sind strong, die kloppen sich hier durch. Der andere Kelch ist Insektenschutzmittel. Ja, ja, das macht sowas. Oh mein Gott, wie viele Lachse einfach hier kaputt gehauen werden. 1400 Hit. Da ist nochmal ein Apfel drin. Und ja, diese 4 Schaden, die das Eiswasser da mal macht, das ist egal. Das sind doch mal jetzt Hits hier. So, da können wir dann mal hier durch. An, hier hängt noch ein Bär, oder was?
Kann ich ja mal ganz kurz pfeifen? Mein Ziel angreifen. Okay, dann gucken wir auch mal hier in den Loot Drop rein, würde ich sagen. Ich habe mit. Sarko-Sattel und Raptor-Sattel. Okay, war jetzt nicht so der Hammer, aber naja. Gut, was wir wieder rauswerfen müssen, ist ganz viel Nahrung, Pelz und was weiß ich nicht alles. Was halt einfach ziemlich viel wiegt. Gut, dann kommen wir mit, Juti. Dann gehen wir hier mal durch und heute wird die Runde etwas schneller gehen. Denke ich doch. Auch Bolovia von der Seite. Ja. Affen in der Wand. Wölfe da, mach mal weg. Oh, ich glaube, hier sollte ich nicht runterfallen. Das könnte ein bisschen eng werden. So, der kriegt jetzt hier den Boost. Einfach mal drauf. Das passt doch hier. Na, warte mal, ganz da vorne muss man jetzt gleich wieder durch. Ich mache aber trotzdem hier die Viecher an der Seite weg. Nicht, dass sie von hinten gleich kommen. Oh, ich habe gar keinen hier Mate Boost, weil der andere irgendwie gechillt hat da hinten. Ja, das ist natürlich nicht so nice. Den fressen wir mit. Doch hier wieder nochmal so ein Affe. So, kommen wir denn hier durch, ist die Frage. Ich denke mal, ja. Das letzte Mal sind wir nämlich auch hier durchgekommen. Ah ja, ich muss ja außen rum. Okay, oder einfach hier drüber. So. Wo sind die denn alle, die hier waren immer? Ein Loot Drop, ein gelber Loot Drop ist am Start. Ja, bevor ich hier absteige, du, da müssen wir aber mal ganz dringend hier erst die Viecher erklären. So, dann kommen wir mit hier. Dann buffen wir den nochmal. Mal ein bisschen Damage rauskommt. Oh, ich habe gerade festgehangen. Ja, den einen Loot Drop nehmen wir auch noch mit. Immer schön Buff drauf. Ja, das geht viel smoother als das erste Mal. Und ja, der chillt da unten noch drin, aus Versehen. Oh komm, wir machen die einfach alle weg hier. Na, ich hänge auch gerade ein bisschen fest. Einfach mitgenommen. So, noch wieder Pelz raus, Fisch raus, Fleisch raus. Dann geht's weiter. Hallo? So, dann gehen wir wieder hier hoch. Und wieder. Hallo? Beauty? Ach, der ist nicht reingeeiert. Oh, warte mal, der hat schon wieder ziemlich wenig oder viel weniger Leben. Das heißt, ich bleib jetzt mal auf dem hier sitzen. So, dann absteigen. Ups.
Oh nein, 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 nein. Wie komme ich denn hier raus jetzt? Eieieiei. Gut. Dann geht's hier durch. Hier oben entlang. Um die Kurve. Und hier glaube ich jetzt mal frei. Ich hoffe, dass nichts mehr kommt. Nope. Mülldrop, ja, das ist egal. Mir sind die Lootdrops egal. Ich will einfach nur den Stuff haben. Oh, ich wollte gerade sagen, warum wackelt das denn hier so? Puh, okay. So, dann werfen wir das hier weg. Einfach eine epische Steinaxt hier. Wow. So, da gehen wir hier durch. Hier vorne ist auch wieder ein Loot-Drop. Eine meisterhafte Holzkeule. Okay. Da vorne geht's halt ab. Ja, hier vorne der andere Yuti ist da komplett durchgerannt. Komm schon, mach hier doch mal die. Da hängen noch ganz viele. Nope, jetzt ist der natürlich da reingehüpft. Das hatten wir das letzte Mal nicht gehabt. Ist das eigentlich schlimmer, der da reingehüpft ist? Kommt der da wieder raus? Oder kommt man da nicht mehr raus? Ich hoffe mal, der kommt da wieder raus. Kommt der da nochmal raus? Ich glaube nicht. Ich muss den mit Kryo holen. Ach Mist. Ja, da muss ich mal ganz kurz hier alles Mögliche wegmachen noch. Ich muss den mit einer Kryo rausholen dann. Sieht so aus. Ach, hier ungünstig. Nein. Nicht bewegen. Ah, knapp. Ich habe mal eingesammelt. Ja, das war ein bisschen ungünstig gerade, aber geht nicht anders. Oh, komme ich hier durch? Ja, aber hier vorne kommen wir jetzt nicht mehr durch. Was heißt, ich muss mit ihm schwimmen. Wenn ich auf ihm drauf sitze, dann wäre er auch nicht rausgekommen, oder? Das wäre doch bestimmt auch nicht gegangen. Hallo? Wo ist denn der? Hä? Willst du mir sagen, der ist da schon wieder reingehüpft? Ernsthaft? Oh, jetzt hat er es rausgeschafft. Was war denn das? Warum ist er denn von alleine dann jetzt dahinter geeiert?
Gibt da einen Umweg? Nee, aber der hält mir doch hier einfach nicht, wie wir hinterherkommen müssen. So, vorne das Ding mache ich jetzt auch gerade nochmal weg und dann pfeife ich die wieder auf mich. Aber ich hole den auch mal direkt, dass er mitkommt. Bro. Die Kristalle nerven, die hier im Weg sind. Ups. Habe ich auf den Falschen gestellt. Hallo Leute. Dann kümmern wir uns da doch mal drum. Die Bären sind wieder am gefährlichsten. Der Rest ist relativ ungefährlich. Ja, der kloppt sich dann durch. Ja, das ist schon okay hier. Ich bin einfach viel schneller als letztes Mal. Ich muss nicht Force feeden. Einfach nur gut. Sag mal. Wie viel AP hat er denn bitte hier? 60er. Ja, die Yetis haben viel AP, machen aber kein Damage. Hallo? Bin ich wieder stuck? Ich bin wieder stuck. Okay, der ist jetzt hier Level... Das ist der höhere von denen. Damage. Ich wollte mich noch auf den Female setzen. AKA den hier, weil der am wenigsten Leben hat. Und, oh, ich muss hier was rauswerfen. Zu voll. Ich muss gucken, dass die... Ne, und so... nicht zu viel Stuff einsammeln und dann wird es denen zu schwer. Der, auf dem ich sitze, der kriegt immer am wenigsten Schaden. Das muss ich bedenken. Dann komme ich einfach jetzt hier durch. Hallo? Bin ich überladen und ich hänge einfach nur schon wieder fest. So, der kann jetzt hier durch, der andere kommt hinterher. So, wir sind auch schon bald am... Sag mal, was ist das denn? Warum hängt die denn in mir drin? Ist ja ganz schlimm. So, dann geht's wieder hier durch. Und dann müssen wir hier durch. Haben wir hier oben was? Nipp. Dann hau ich mal hier die Teile weg. Habe ich Archer eben noch vorgelesen. Danke für die 28 Monate. Vielen, vielen Dank. Mit. Hallo? Das irritiert mich, wenn die stampfen und laufen. Ja. Den noch, dann müsste ich durchkommen, glaube ich. Definitiv Mining. Was heißt Mining Tool? Meinst du einen Bergbaulaser? Hab ich, aber irgendwie nehme ich den nicht mit. So, warte mal ganz kurz. Dann machen wir den Kristall weg, das weg und den Kristall weg.
Der hat aber auch ziemlich viel Fleisch wieder drin. Pelz. Ich stehe so auf dem richtigen. Sehr gut. Dann geht's hier durch. Oh, jetzt geht's ab. Ja, komm, hau die weg. Am besten natürlich, wenn du zwei Spieler bist, so. Bin ich aber nicht. Dann würde der andere Jut hier nicht immer rumstampfen, wie sonst nicht. Ja, der klettert die Wand hoch. Läuft einfach hier. Alles zu Klumpgauen, das geht. Der ist auch wieder Level up. Der hat jetzt auch 35k. Jetzt müssten die ungefähr... Ne, der eine auch 5 Level mehr. Ganz grob gleich sein. So, diesmal ist auch hier kein Loot Drop, oder? Doch, da hinten ist wieder ein roter Loot Drop. Aber ich weiß nicht, ob der mir egal sein sollte. Ah, ich hätte einfach draufhauen sollen. Dann wären die jetzt nicht weggelaufen, sondern zu mir gelaufen. Dann hätte ich mich rüberhaken können, theoretisch im Enterhaken und... Ja, ist egal. Ja. Okay, und der Yuti ist doch darüber gehüpft. Schon wieder nicht unbedingt gut, aber... Oh Leute, der hat meinen Buff auch gar nicht gekriegt. Oh nein, der da unten ist wieder stuck. Okay. Die Frage ist, wie stuck der hier ist. Warte. Ist der so stuck? Oh mein Gott. Oh nein, mein Otter ist gestorben? Ernsthaft? Boah, Leute, mein Otter ist gestorben. Ups. Leute, mein Otter ist gestorben. Was ist denn hier passiert? Och, nö. Ernsthaft. Wie? Na komm, ich krieg den doch. Ah nein, wenn er Damage kriegt, kann ich den nicht einkrühren. Oh Gott. Läuft mal wieder. Als ob der Otter gestorben ist. Jetzt bin ich umsonst rein. Was heißt nicht ganz umsonst, aber... Ach Mist.
Kein Futter. Nein, der Otter ist erfroren. Als ob der Otter da in der Kälte erfriert. WTF, daran habe ich nicht gedacht. Weißt du, ich hing da als Spieler drin. Ich habe nicht daran gedacht, dass der Otter da irgendwie... Oh Gott. Ja. Wenn die da unten drin hängen, ist ein bisschen nicht gut. Trotzdem, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir da mal durch. So ein Mist. Okay, aber dann wissen wir auch schon mal über das Problem Bescheid. Hallo, warum hängt der da hinten eigentlich gerade? Und der ist auch reingefallen unten ins Wasser. Warum hat das denn das letzte Mal so geklappt und jetzt schon wieder gar nicht? Was ist das denn? Ich werde geargt, ich sehe es schon. Das letzte Mal einwandfrei. Und jetzt rennt der Jutin einfach runter. Oh Gott. Das ist schlecht und ich bin tot. Oh nein. Das ist mir noch nie passiert. Warum bin ich da denn jetzt gerade runterge... Oh Gott. Ich habe nichts dabei, ne? Die einzige Chance, das Zeug zu holen, ist da jetzt reinzurennen und das irgendwie zu kriegen, aber... Oh Gott. Und da vorne sind natürlich jetzt Dinos. Hier ist aber gerade alles schief gegangen. Haariger Affe ist da. Oh je. Leute, ich meine, die sind weg. Der komplette Stuff ist, ja. Ich komme nicht mehr ran. Ich habe ziemlich guten Stuff verloren. Als ob das jetzt Probleme macht einfach. Ich bin vom Artefakt runtergekickt worden. Von einem Polovia. Muss immer vieren, sonst komme ich aus der Erde raus. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie gedacht... Also ich wusste das nicht. Ich dachte, man viert, damit die weglaufen, weil man weniger Schaden kriegt. Aber ich wusste nicht, dass die Polovias einen sonst runterholen können. Ich habe mich auf der Cave, also in der Cave die ganze Zeit sehr, sehr sicher gefühlt. So, weißt du, ich bin auf dem Dino drauf, da kann ja nicht viel passieren. So nach dem Motto. Aber ich wusste nicht, dass die Polovias einen auch vom Yuti runterziehen. Also, jetzt weiß ich's, aber... Ungünstig. Mit dem Rex passt der da durch? Ich glaube nicht. Gut, die Sattel vor allem, die wechseln. Ich dachte, ich schaffe das 100% jetzt, ne? Ja, eine Möglichkeit, zwei neue Jutis holen. Ich hole zwei neue Jutis. Das war jetzt ja ungünstig. Das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt. Das von allem, was in Ark bisher passiert hat, ist, ärgert mich das, glaube ich, jetzt mit am allermeisten von allem, was wir hier hatten.
Ja, ich nehm Utis mit normalen Satteln. Ja, ich hatte ziemlich guten Stuff dabei. Das ist jetzt ungünstig, da komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Der Backspawn hinten war schon wieder da. Ich dachte eigentlich, dass das easy war. Ah, nein, war es nicht. Boah, das ärgert mich jetzt ab. Oh nein, jetzt gibt es einen Server-Restart. Leute, in 10 Minuten, wenn der Server restart, ist mein Stuff weg, oder? Ne, ich nehme gerade keinen Ort da mal mit. Ich will einfach nur mein Zeug wiederholen. Weil eigentlich ist es ja jetzt, keine Ahnung, ey, also. ETF. Es gibt mir nur mein Stuff, neben das Artefakt. Ist mein Zeug noch da, wenn der Server jetzt gerestartet ist? Oder ist das weg? Müsste weg sein. Ja, aber was ist denn das? Ich bin gestorben. Normalerweise habe ich ja eine halbe Stunde Zeit, aber... Nehmen wir diesmal Fry Curry mit, weil ich... Ah, warum startet G denn jetzt den Server neu? Warum? Ich gehe mal davon aus, dass das G mal neu gemacht hat, oder? Sieht nach manuellen Server-Restart aus. Ach. Herr Yoshini, danke noch für den Sub Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Und Olita hat gerestart 21 Monate in Folge mit Twitch Prime. Danke dir ebenfalls. So, ich würde sagen, ich nehme eine normale Pelzrüstung mit. Ja, weil das wird jetzt ein etwas schwierigeres Unterfangen. Machen wir uns hier ein. Ich mache ein normales Rüstungsset. Es wird wahrscheinlich nicht für viel reichen. Ja, die Pumpe war dabei. Ein gutes Pelzset ist ja das Problem. So, den. Nee. Kappe. Schuhe. Handschuhe. Und Hose. So, dann haben wir das Equipment einmal. Dann die beiden UTs halt. Dafür brauche ich aber, glaube ich, einen normalen Sattel. UT habe ich hier einen. Dann mache ich mir noch einen neuen. Dann ist es halt nur normaler. Oder habe ich einen Bauplan für einen UT-Sattel? Ja, ich habe einen Bauplan für den guten, theoretisch. Ups, der braucht aber insane viele Siliziumperlen. Okay, das hat sich erledigt. Dann nehme ich lieber einen normalen. So. Es geht nur darum, den Stuff wieder zu kriegen. Ja, die haben jetzt wieder nicht viel Leben. Ah nein, stopp, das waren die Falschen, das waren meine Zucht. Falsch, das waren die Zucht-Duties. Nur den hier kann ich mitnehmen. So, was können wir da leveln? Ja, ich könnte HP leveln, aber... Die sind halt jetzt nicht so stark.
So, dann den hier meinetwegen noch. Okay, der ist stuck, weil er groß geworden ist. Wie viel habe ich gemacht hier vorne? Auf 21k. Ich weiß nicht, ob wir hier so reinkommen, aber... Das sind übrigens jetzt auch nur Schrottviecher, also... Was mit denen ist, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe, da würde ich sagen, noch ein bisschen was zu essen nehme ich mit. Und dann gehen wir auch direkt schon los. Dann hoffe ich, dass ich, bevor der Server restartet, ich oben bin und die Sachen dann wiederholen kann. Tja. Das normale Zeug, die beiden Uties und Abflug mit dem Drachen. Also mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt vorm Server-Restart da bin. Mir geht es darum, dass ich zum Server-Restart am Eingang stehe. Leute, wenn ein Ark-Server restartet... Ah, ich habe keine Pickaxe dabei, das wird nichts. Wenn ein Server restartet... wenn man Loot irgendwo hat, despawnt das dann automatisch? Wird das zurückgesetzt? Wird Spieler-Loot zurückgesetzt? Ist einfach zu heiß hier. Auch noch eine Pickaxe. Haben wir die irgendwo hier? Spitzhacke, Spitzhacke. Nehme ich die jetzt einfach mit. Die Alf sagt, ja, der ist weg, aber das kann doch nicht sein, Leute. Das kann doch nicht sein. Ziemlich angefressener Bronto. Ja, keine Ahnung. Die gute Pumpe ist halt weg dann auch. Was für ein Sound. So, wann kam die Nachricht, dass neu gestartet wird? Ich hoffe mal, ich schaffe es bis zur Cave, bevor wir rausfliegen. Nordhäuser, danke dir für die Bits nochmal. Ja, nee, das ist gerade, das hilft gerade nicht. Danke dir. Aber das ärgert mich jetzt. Wenn man stirbt, hat man normalerweise eine halbe Stunde nur Zeit, ne? 30 Minuten, dann despawnt das Loot. Aber wenn jetzt ein Server-Neustart ist, ist die Frage...
und wie, ne? So, ich glaube, ich bin jetzt rechtzeitig angekommen, bevor... Ja, ich bin da, bevor der Server neu startet. Und das müsste ich jetzt nochmal abwarten. Eigentlich. Ist es soweit? Lade anderes Inventar? Nee. Ich glaube, das ist der Server Restart. Kann das sein? Ja, alles steht still. Nichts bewegt sich. Ich kann noch nicht absteigen. Sehr gut. Punkt genau zum Server Restart. Dann gehen wir mal wieder ins Hauptmenü und warten, bis die Server da sind. Und dann müssen wir da nochmal neu rein. Na gut, zumindest die Utis sollten halt noch da drin stehen, ne? Die könnte ich mitnehmen und auch die Uti-Sattel wieder, theoretisch. Jetzt heißt es warten, bis wieder da. Oder ist ein ARK-Update gekommen? Ich starte ARK mal neu. Schau mal, ob ein Update gekommen ist. Gib mir kurz. Da passt sogar eine kurze 5-Minuten-Pause in der. Also hier so eine. Da bin ich gleich schon wieder früher da. Mal gucken, bis gleich.
So, Leute, wieder da. Ja, keine Server da. Ich habe also keine Chance, meinen Stuff wieder zu holen, oder wie? Ich habe dreimal neu gestartet. Ich habe kein Update gefunden. Also Ark, ich habe auch komplett Steam neu gestartet. Es gibt kein Ark-Update. Und ich komme nicht mehr auf den Server. Das heißt, ich kann mir A, das Zeug jetzt wahrscheinlich nicht wiederholen, weil die Server auch gerade irgendwie nicht ongehen. B, ist es wahrscheinlich verloren. Also die Server sind nicht da, sind down. Es hat jetzt 5 Minuten gedauert, nix da. Aber was macht man jetzt? Ansonsten hat sich das mit Ark erledigt. Also das ist dreifach bitter, wenn ich nicht meinen Stuff jetzt holen kann, der Server einfach weg ist. Jetzt bin ich aber triggert, du. Das ist aber triggernd. Wenn du über die Steam-Server das der wartet mal ganz kurz, da gucke ich gleich. Muss der für Ark gestartet haben ansonsten? Ja, nee, wenn der nicht verfügbar ist, ist der nicht verfügbar. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. German Zombie noch ein Resub 3 Monate. Vielen lieben Dank. Danke, danke, ich probiere mal hier was. Ja, der Server antwortet nicht. Oder? Komm ich da drauf oder komme ich da nicht drauf? Oh, es tut sich gerade was. Ah ja. Genau, wenn ich drauf connecten will, steht das da. Was genau soll das heißen? Leute, der Stuff ist weg. Das hat sich, glaube ich, erledigt jetzt. Yep. Das hatte ich auch gestern. Ja, wie, da ist nichts weg. Naja, toll, aber ich kann jetzt nicht warten. Wenn der Server wieder startet und ich nicht da bin, dann läuft die Zeit ja weiter und dann ist es dafür theoretisch weg. Ich kann aber auch jetzt nicht in einem Stream Ewigkeiten warten. Ich muss euch jetzt gleich mit was anderem beschäftigen. Nee, es geht nicht darum, dass der Server nur weg ist, Spatze des Geistes. Der ist ja absichtlich neu gestartet. Ich gab ja eine Warnung vorher. In 10 Minuten startet er neu. Oder so. Aber da ist die Frage, wie viel Zeit lohnt sich jetzt hier zu warten? Hätte ich mir nur Peter eine Sache gegeben? Ja, nee, ich habe die ja auf normale Art und Weise verloren, sozusagen, nicht durch den Restart. Aber ich konnte sie nicht holen, weil ein Restart kam. Ich weiß nicht, ob ich ein Update brauche oder so. Ich starte Steam nochmal neu oder zumindest sag. Dann müsste das ja da stehen. Wie nervig einfach. Also das ist jetzt schon wieder.
Ja, nee, die Server antworten nicht. Das bringt's nicht. Wollen wir die Sachen abschreiben? Hat sich erledigt, oder? Geh mal auf Überlebender. Ne, Überlebenstipps habe ich hier. Überlebender. Sehe ich hier nichts. Ja, gut, damit hat sich das erledigt. Unten links. Ach da, meine Überlebenden. Ja, trotzdem, keine Server gefunden. Ist nicht da. Leute, dass der Server nicht da ist, das sehe ich ja. Ich muss halt warten, ob er wiederkommt sozusagen, dass er off ist. Das ist ja klar, die ist nicht erreichbar. Wie lange ist das jetzt schon weg eigentlich? Gut, dann müssen wir die kompletten Sachen abschreiben. Boah, und den Stream. Leute, ich hätte noch was eventuell, was wir machen können. Ist jetzt nicht aus einem Projekt, aber ich müsste da eventuell eine Kleinigkeit vorbereiten. Fürs morgige YouTube-Video. Und, warte mal ganz kurz, ich habe auch zwei Ideen. Eine Sache müsste ich vorbereiten und die andere auch. Ja. Einerseits habe ich ein Datapack gefunden, was die Caves, also Lush Cave und Dripstone Cave und alles richtig generiert in der normalen Welt. Also jemand hat das Update fertig gemacht ohne Mojang. Das Datapack müsste ich mir aber ziehen und vorbereiten. Und ich hätte eventuell ein Angebot, wo wir spielen können. Minecraft, aber es ist unmöglich zu sterben. Das heißt, wir machen uns eine Minecraft-Welt und versuchen zu sterben. Und wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Das wäre die einzige Möglichkeit jetzt noch, was mir einfallen würde. Also wenn der Server jetzt nicht spontan aufploppt, nope, tut er nicht. Dann gucken wir mal. Abstimmung? Nö, es gibt keine Abstimmung. Ich mach das, weil das meine Videos sind für morgen und übermorgen. Und dann kann ich die jetzt im Stream halt machen. Boah, das mit der Achse, aber das ärgert gerade. Ja, hat sich erledigt. Das muss ich jetzt aber vorbereiten. So. Ja, ich richte mir das alles ein. Gib mir mal ganz kurz. Definiere es unmöglich zu sterben. Ja, ich muss es irgendwie schaffen. Also das Datapack hindert mich dran. Es ist angeblich unmöglich, damit zu sterben. Und ich werde dann einfach eine Methode suchen in Minecraft, wie ich mich töten kann. Und hoffe, dass sie funktioniert. So, Moment. Dann, ich installiere mir das alles, mach kurz ready, solange hört er nur meine Stimme, leider. Ich habe das nicht gedacht, dass das jetzt kommt, aber dann muss ich das eben jetzt vorbereiten. Yep. Dann installiere ich mir das Zeug jetzt erstmal. Gib mir eine Sekunde. Ich werde ein bisschen brauchen eben. So. Brauchen Resource Pack und Data Pack.
kriege ich das Data-Pack hier installiert. Ich mache mal kurz Minecraft auf. Sorry, eins am anderen. Ich werde kurz ein paar Minuten brauchen für beides. Ich installiere auch direkt beides einfach. Da gucken wir mal. Und wenn ich das fertig installiert habe, werde ich noch einen allerletzten Versuch machen, ob es in A klappt. Ansonsten starte ich einfach das hier. So. Machen wir doch mal. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Muss ich gleich auch einmal ganz kurz testen, ob das klappt. Das Unkillable, dass man unsterblich ist in Minecraft, das habe ich. Ja, das sieht auch gerade ganz gut aus. Moment. Mal kurz probieren. Okay, es geht. So, das funktioniert schon mal. Und jetzt brauche ich noch mal etwas. Nämlich das mit den... Jemand hat das Update fertig gemacht. Von Mojang. Das geht in der 1.17.1 Pre-Release. Sekunde. Das eine habe ich installiert, das zweite kommt jetzt. Hat Minecraft eigentlich weniger als 100 MB? Also der Minecraft-Ordner an sich, wenn er fertig ist? Naja, gut, die Welt frisst hier, ne? So. Dann mache ich mir auch hier nochmal eine neue Map. Dann Data Packs und das ziehen wir rein. Und mal gucken, ob das jetzt klappt. Eine Sekunde. Ja, da muss ich mal gucken. Okay, das sieht gut aus. Ja, damit habe ich, ich habe einfach zwei Videodien auf der Liste waren, gleich schon mal direkt mit bearbeitet. Gut, dann kommt das raus und wenn alles jetzt nicht gleich klappt, machen wir die, ich versuche zu sterben, Challenge. Ich starte einmal final Ark nur und gucke, ob der Server da ist, ansonsten. Ja, müssen wir jetzt Minecraft machen. Aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. Letzter Versuch. Nö. Okay, wir sind Minecraft. Ich kann den Stuff abschalten. So, wie heißt denn die Challenge? Versuche... So, dann editiere ich mal den Titel und Dingensen. Noite. Letzter Versuch. Ärgerlich. Okay, pass auf. Dann starte ich jetzt hier Minecraft wieder. Und wir machen jetzt die Challenge. Versuche zu sterben. Es wird unmöglich sein. Minecraft oder Minecraft? Sie sind in Minecraft. So, dafür müssen wir den Unkillable rein. There we go.
Gut, meine Damen und Herren. Oh nein, ich bin noch mit einem Spark Cam Account drin. Moment, ich muss mich erst mit Spark hier einloggen. Düm, düm, bitte Fahrstuhlmusik einblenden. Ich bin mit einem Cam Account drin, weil ich heute was probiert habe. Ich muss doch mit Sparky reingehen. Ja, Gott. Leute, 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 Moment. Okay, es sollte geklappt haben. Dann 1.16.5 und starten. So ein Video drin bleiben. Ich habe gerade nicht aufgenommen. Ich habe die Streamaufnahme gerade gestoppt. Dann schreibe ich noch eine Klammer oben hin, Arc-Server down, weil das haben viele auch nicht mitbekommen. Okay. Dann, du hast die Dank für die 2 Emeralds. Der geduldige Vogel fängt den Wurm und die Menschen, die da sind, sind immer für die Tage, was kommt. Das ist ein wahrer Stammzuschauer. Ja, also, es ist jetzt auch nicht, als ob ich hier eine existenzielle Krise hätte, aber es ist jetzt einfach so ungünstig und so triggernd. Das ist halt wieder also so ein Game-Triggern. Chillt, Leute, chillt, mir geht's gut, aber das ist doch, kann man sich nur drüber ärgern, einfach. Guten Stuff dabei verloren, bevor man sich holen kann. Ist allerdings Server Restart, die Server gehen nicht mehr on und das Zeug ist einfach höchstwahrscheinlich weg. Triggernd. Und der Fact dort auch noch gerestuffed. Ich hoffe, es geht dir und allen anderen gut. Geht so. 31,8 Grad in der Bude. Geht so gerade. So. Ich habe jetzt den Sparky wieder am Start. Ich habe mich mit Spark eingeloggt. Und jetzt sind wir endlich da und können loslegen. Ja. Gut, probieren wir es doch mal. Und ich würde das ganz ehrlich aufnehmen wie eine YouTube-Folge. Also wir sind in Aufnahmemodus für YouTube. Das wird vielleicht das morgige oder übermorgige Video, je nachdem, wie ich das anreihe. Mal gucken, ob ich ein paar Intros, Outros machen werde, je nachdem. Immer dieser Anfang, der ist so weird. Heute, Leute, haben wir eine ganz besondere Challenge am Start. Ich versuche zu sterben in Minecraft. Und es ist angeblich unmöglich, mit diesem Datapack das hinzukriegen. Ich, ach man, nee, wie fängt man da am besten an? Da muss wieder was schön Catchiges am Anfang kommen, Leute. Wie machen wir das? Stopp nochmal. Ja, so sitze ich nachmittags auch mal da und versuche aufzunehmen. Ich mache nicht einfach nur so los, sondern überlege mir am besten, was der beste Entrance mehr. Okay, nochmal nächster Versuch. Aika, danke noch für den Resub. 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Es ist unmöglich, in Minecraft zu sterben. Zumindest für mich heute und in dieser Welt. Leute, und heute gibt es eine kleine Challenge. Ich habe was Besonderes, ein nices Starterpack, was dafür sorgt, dass es angeblich unmöglich ist, zu sterben. Und heute ist die einzige Aufgabe in diesem Video, ich muss mich selbst töten. Das ist nicht leicht. Angeblich soll gar nichts funktionieren, egal was ich tue. Und es soll auf besondere Art und Weise irgendwie gut funktionieren. Ich hüpfe mal ins Wasser rein, versuche mich zu ertränken. So, und? Geht nicht. Ach, ich muss noch mal. Stopp. Es gibt ein Resource Pack. Bevor wir loslegen, das mache ich mir ganz kurz rein. Die Sache ist ein Datapack von McMackenstein. Wer das selbst spielen möchte, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr ausprobieren. Und so wie es aussieht, kriegt man. Na, das ist noch wieder doof jetzt. Leute, ich muss nochmal anfangen. Das ist doof. Das nimmt sich schon wieder vorweg. Ah! Ich habe gefailt, habe das reingetarnt. Nächster Versuch, nochmal, Video nochmal von neuem. Zurück, cut. Let's go. 3, 2, 1, go. Für mich ist es heute unmöglich, in Minecraft zu sterben. Und was es damit auf sich hat, seht ihr jetzt in diesem Video. Das Einzige, was ich vorhabe in diesem Video, ist, mich irgendwie in Minecraft zu töten. Aber angeblich, das Spiel lässt mich nicht. Es soll mir wirklich unfassbar unmöglich sein und es soll nicht gehen. Und um das zu beweisen, wir können ja mal gucken, uns auf verschiedenste Art und Weise zu töten. Sei es durch Ertränken, sei es durch Fallschaden, sei es durch vieles. Alles, was man auf kreative Art und Weise, was einem da einfallen könnte.
Leute, ich werde es halt ausprobieren. Und das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ich habe ein Datapack installiert. Und das ist ein Datapack, was eine Challenge darstellt. Man kann nicht sterben. Aber wir werden das auf heute, auf möglichst kreative Art und Weise dennoch versuchen. Und dann legen wir mal los. Zunächst mal, ich hüpfe ins Wasser zum Ertrinken. Und ihr seht, ich kriege Schwimmflügel und einen Propellerhelm auf. Und ich kann nicht ertrinken. Ich kann aber auch nicht schwimmen. Ja, oder? Ja, ich komme nicht runter. Die Luftblasen, die bleiben. Okay, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich hänge hier unten drin fest. So, ich werde natürlich gegebenenfalls meinen Game-Mode ein bisschen nutzen, um da ein bisschen schneller voranzukommen. Und wir schauen mal, was einem sonst noch so einfällt. Zunächst mal Fallschaden. Ab geht's. Von oben runter. Und wie? Das Datapack hat nicht funktioniert gerade. Ich habe den Propellerhelm an. WTF? Nee, das war jetzt aber ein Bug. Leute, das geht normalerweise gar nicht. Wenn man oben runterfällt, dann gibt es hier einen Propellerhelm. Vielleicht lag das daran, dass ich Game Mode geswitcht habe. Hä? Ernsthaft? Nein, ist nicht euer Ernst. Also, das ist mit Bedacht. Man kriegt dann den Propellerhelm und man sollte kein. Warte, das kann nicht sein. Ich glaube, ich muss es im Survival spielen. Wenn ich vom Game Mode spiele, dann geht das nicht. Aber eigentlich müsste das hier. Ich bin hier im Survival Mode. Ich raff's nicht. McMackiestein, was ist das denn? Ich habe das eben gerade ausprobiert. Ich installiere mir das nochmal neu, weil irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss nochmal neu installieren. Nee, das hat er bedacht. Also Fallschaden ist nicht möglich in den Datapack, das weiß ich sogar. Ich mache mir eine neue Welt und installiere das Datapack neu. Gib mir eine Sekunde. Das ist doch Video zu Ende. nee, wir machen das gleich nochmal. Das ist ein Fehler, leider. Warum habe ich das denn hier? Das ist leider ein Fehler. Ja, Leute, wenn man die Videos aufnimmt, ne, dann geht nicht immer alles richtig. Machen wir mal eine neue Welt und fügt das auch gleich mit ein. So, Datapack, das kann nicht sein. So, Create World, dann starten wir die nochmal neu. Das ist schon wieder ein bisschen mies. Ja, ich habe als Creative die Welt. Ja, ich habe als Creative die Welt erstellt, aber trotzdem, it's impossible to die. So, es ist ja logisch, dass der das mitbedacht hat, dass man. Ja, keinen Fallschaden kriegt, ne? Ja, guck mal hier. Jetzt geht's. So, jetzt geht's also. Oha, ja, es hat sich irgendwas nicht richtig installiert, Leute. Nächster Versuch für das YouTube-Video. Ja, läuft nicht alles nach Plan immer. Ja, Vorführeffekt, aber egal. Wir starten nochmals neu. Oh, da ist gerade eine Biene gestorben. Warte ganz kurz. Ein Bienenflügel ist gedroppt? Wie habe ich denn. Okay, das ist anscheinend was von dem Datapack drin, aber. Okay. Keine Ahnung, was das genau. Ja. Ja. Nächster Versuch, Leute. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ah, nee, das war zu einfach. Jensen hat auch noch geresubbt übrigens. Warte mal ganz kurz. Ich mache mir hier drauf. Danke für den Resub. 14 Monate. So, 3, 2, 1, Leute, es geht los. Leute, es ist für mich unmöglich, in Minecraft zu sterben. Zumindest in diesem Video und zumindest noch in diesem Datapack. Heute haben wir eine kleine Challenge am Start. Ich muss auf jeglichen Wege versuchen, irgendwie zu sterben. Und anscheinend ist das in dieser Map nicht möglich. Also begleite mich bei meiner Challenge. Hier kann man alles, wie gesagt, alles machen und ausprobieren. Ich werde ein bisschen, mir mal ein paar Blöcke holen und ein paar sämtliche Sachen ausprobieren. Ne? Das Simpelste ist Fallschaden. Ihr seht, ich habe ja gerade schon einen Punkt gemacht, habe es auch gerade schon einmal getestet. Sollte nicht möglich sein, weil wenn man nämlich jetzt hier hüpft, dann
kriegt man einen Propellerhelm auf. Also Fallschaden ist nicht drin. Kriegen wir nicht hin. Nächster Versuch. Ich werde hier ein kleines bisschen auch trotzdem mal ein Game-Mod nutzen, damit das eventuell klappt. Fallschaden geht nicht. Ich ertränke mich im Wasser und dann gucken wir doch mal, was es hier klappt oder nicht. Fallschaden ist nicht. Und im Wasser kriegen wir Schwimmflügel an. Ich kann mich also auch nicht ertränken, weil die Schwimmflügel mich immer nach oben schieben. Und ich kann nicht nach unten. Okay, ist ja gut, Spiel. Ich hab's verstanden. Okay, wir probieren was anderes aus. Und zwar TNT. Wir sprengen uns weg. Vielleicht kann ich auch mal, also ich darf ja wirklich auf sehr, sehr viele kreative Art und Weise das machen. Ich würde auch gerne mal einen TNT-Minecart am besten nehmen. Da müsst ihr aber eine Powered Rail nehmen, wo ich die Teile drauf stack. Also nächster Versuch. Wir machen das. Wir machen... Ja, komm, ich probiere. Ich setze sie jetzt schon mal hin, weil TNT wird mit Sicherheit auch nicht... Hä? Okay. Hallo? Hallo? Warte ganz kurz, ich muss mal in Survival. Leute, mein Rail. Mein KTNT. Das fliegt einfach raus und weg. Hallo? Das entschärft sich von alleine. Okay, das hat sich erledigt. TNT selbst als Block. Yo, 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 yo. Der will nicht. Der will nicht. Warum will der nicht? Es ist unmöglich. TNT. Zehn Jahre später. Es ist unmöglich, TNT zu zünden. Es will nicht. Es will einfach nicht. Totti LP, danke dir für den Resub. 14 Monate in Folge. Danke, Leute. Ich glaube übrigens, dass das jetzt schon fast geeignet wäre für ein gutes Pre-Intro. Leute, heute geht es heiß her. TNT of Doom. Gut, das war das Pre-Intro. Okay, so wie es aussieht, und jetzt wieder zur eigentlichen Folge, an den Cutter, dass er Bescheid weiß. Mach ich immer einen kleinen Schnitt. Okay, Leute, so wie es aussieht, kann ich das vergessen. Das TNT will nicht, das ist in einer Endlosschleife gefangen. Wir können wieder TNT Minecraft nehmen, wir können wieder TNT normal nehmen, wir können es nicht ertränken, wir können keinen Fallschaden kriegen. Nächster Versuch, übrigens, ich bin da gerade ausnahmsweise beim Stream am Aufnehmen. Ich hoffe mal, dass der Chat vielleicht auch ein paar kreative Vorschläge hat, deswegen Chat, schreibt mal was rein. Okay, tut durch Amboss. Ja, da können wir gleich mal gucken. Cutter hat ein bisschen viel gerade zu tun. Die kleinen Sachen bitte rausschneiden, nebenbei nur die coolen Sachen, die gleich drin kommen. Okay, nächster Versuch. Oh! Ach! Jetzt, wo ich den Bereich verlassen habe, ist die Kiste explodiert, oder wie? Hauptsache, ich gehe weg und schon macht's kaboom. Wenn ich aber nah rangehe, explodiert die Kiste nicht. Das hat einen Bewegungssensor dabei. Alles klar. Leute, Chat hat übrigens Folgendes vorgeschlagen. Wir könnten einen Tod durch Amboss bauen. Und weiß ich, war ich das mit dem Pissen? Oder ich probiere erstmal generell, was passiert, wenn ich einen Amboss fallen lasse. Nicht, dass da auch wieder etwas... So, Leute, kann ein Amboss fallen? Ja, das geht. Amboss fallen geht, wenn ich den hinsetze. Muss ich das erst im Survival probieren oder brauche ich es erst gar nicht im Survival probieren? Okay, wir probieren, ich probiere es trotzdem mal. Leute, Cutter, bitte nochmal. Von vorne. Ich glaube, ein bisschen cooler im Survival zu sehen. Leute, der Chat hat vorgeschlagen, Tod durch Amboss. Und dazu nehme ich einen Amboss. Ich probiere erstmal, was überhaupt passiert, wenn er auf den Kopf fällt. Er zerbricht in seine Einzelteile. Ich kann mich nicht durch Amboss killen. Es ist nicht möglich. Die Ambosse zerbrechen am Boden und werden komplett zerstört. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Was ist denn aber, wenn wir keinen Amboss nehmen? Was ist denn, wenn wir Gravel nehmen, was eventuell in uns reinfällt? So, auch wieder Survival Mode. Und der baut sich einfach ab. Das gibt's doch nicht. Jetzt nur Joke. Ich kann hier... Der Gravel zerploppt einfach, wenn er nach unten fällt. Es geht mit Sand wahrscheinlich genau ähnlich. Okay, also Amboss auf Kopf geht nicht. Eigener Pfeil.
Okay, probieren wir das mal. Hol ich mir mal die Sand aus dem Creative raus. Bow. Dann nehmen wir mal Arrows. Das ist nochmal eine spannende Challenge, oder? Man versucht einfach nur, sich zu töten und es funktioniert nicht. So, nächster Versuch. Okay, Leute, nächster Versuch. Ich bin in Survival Mode, ich habe Pfeile. Und jetzt, ich versuche mich selbst abzuschießen. Ich glaube, das mit dem Selbstabschießen hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Die bouncen einfach die ganze Zeit auf meinem Kopf ab. Guckt euch das mal an. Selbstabschießen nicht möglich, Leute. Ja, und jetzt kann ich auch wieder einsammeln. Ich kann mich einfach nicht selbst töten. Es geht nicht. Ich glaube, wir sollten mal ein paar Mobs holen. Und das hört sich gerade an wie aufplatzendes Popcorn, wenn ich ehrlich bin. Oder? Hat ein bisschen was von Popcorn. Okay, nächster Versuch. Chat sagt folgendes. Chat sagt, ich soll es mit Lava probieren. Lava, Eimer, Boom, Zack. Ich mache ein Lava-Loch, gehe in Survival Mode und ich hüpfe rein. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich kriege einen Feuerhelm auf mit Instant Health und Fire Resistance. Und Herzpartikel. Es ist unmöglich, hier drin zu schlafen. Zu dingsen. Schlafen müssen wir gleich mal gucken. Bett im Nether wurde auch noch vorgeschlagen, aber eins am anderen. Ich sollte, glaube ich, mal Creeper holen. Ich sollte Mobs probieren. Eine Witch vielleicht noch. Die kann einen Tag gerade, kriegt ja kein Damage. Wir könnten einen Enderman holen, der uns eventuell mal anhaut. Enderman, Versuch 1. Hallo? Hallo? Okay. Krass, ich hab den auch so hingekriegt. Enderman, komm zu mir, komm zu mir. Siehst du mich, siehst du mich? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, die sterben von mir weg. Creeper, let's go. Was war denn das? Das war nur ein grüner Pups. Hexe, kill mich! Das Ding hat Herzpartikel. Ich glaube, ich soll es erst gar nicht probieren, oder? Die kann ausschließlich Heiltränke werfen. Das Ding wirft ausschließlich Heiltränke. Was ist denn das hier? Leute, ich hätte ein bisschen Bock, bei Creeper nochmal gerade zu gucken. Weil die sind einfach in der Furzwolke, sind die verschwunden. Es sind wirklich Fürze, nur so nebenbei. Einmal bitte auf voller Lautstärke. Noch Fragen? Uff. Ja, ist ja gut, Hexe. Die Hexe kriegt Gift von den Creepern. Die furzen die Hexe weg, knallhart. Okay, das hat sie erledigt. Nächster Vorschlag. Selbst Tränke benutzen. Eigene Damage Potions. Let's go. Harming brauche ich. Harming. Splash Potion of Harming und Lingering Potion of Harming. Würde sagen, mach ich mal ganz kurz beides. Machen wir hier. Time set day. Cutter, bitte die ganzen kleinen Zwischensachen rausschneiden, weil ich glaube, wir haben ziemlich viel zum Experimentieren. Das Video wird das so lang genug. Oh Gott. Leute, nächster Versuch. Ich habe Schadenstränke, die ich auf mich selbst werfen kann. Übrigens, ich könnte mal auf Hard stellen. Übrigens, damit es möglichst gefährlich ist. Trank werfen. Es ist ein riesiges Herz aufgeploppt. Lingering Power. Egal welcher Trank ich werfe, es wird immer ein Heiltrank. Es ist völlig egal, welchen Trank. Ich habe immer Heiltränke nur. Ausschließlich Heiltränke. Okay, Chat sagt Bienen. Wir werden eine Armee voller Bienen holen, die versucht uns zu töten. Bee Spawn Eye.
Okay. So, Leute, nächste Runde. Ich werde mal ganz viele Bienen mir holen. Hallo? Nein? Die sterben einfach. Die sterben einfach und geben mir ihre Bienenflügel. Leute, Bienen sterben einfach. Wenn sie zu nah sind. Die Hexe nervt jetzt aber auch langsam. Da muss ich mal ganz weg. Bienen funktioniert nicht. Nächster Versuch. Enderkristall. Es wird Zeit, dass wir uns mit einem Enderkristall töten. Ups. Endcrystal, so rum. Und den kann man wieder nur auf Obsidian setzen, ne? Okay. Sag mal, die Hexe, boah, die nervt so hart. Leute, nächster Versuch. Ich werde mal gucken, ob wir einen Endcrystal nehmen. Wie nervig. Und die Hexe ist auch ziemlich nervig. Ich muss die gerade mal wegmachen. Die folgt mir nämlich die ganze Zeit jetzt ein bisschen mit Heiltränken ab. Okay, das ist schon mal weg. Also, Heil, es geht nicht. Projekt Enderkristall hat sich soeben verabschiedet. Man kann keine platzieren. Enderperle werfen war der nächste. War der nächste Sache. Enderperle werfen. Ich glaube, da muss ich aber mal ein paar jetzt auch werfen. Nächster Versuch kriegen wir durch Enderperlen. Ich brauche gar nicht erst fragen, oder? Das gibt's doch nicht. Nee, ich krieg keinen Schaden durch Enderperlen. Die ziehen einfach Herzpartikel an sich her. Das Starterpack hat dann alles gedacht. Enderperlen geht nicht. Nächster Versuch. Chat sagt Kaktus. Ups, hier. Also wenn ich die ganzen Sachen raushole, das muss nicht unbedingt in die Folge mit rein. Das mache ich jetzt einfach nur so. Wenn ich dann bereit bin, können wir gucken. Okay, Leute, nächste Sache. Wir haben Kakteen am Start. Der Kaktus ist geschrumpft. Und wenn der Kaktus geschrumpft ist... Ich kann nicht mal abbauen übrigens gerade. Oh, das war ein Creeper. Okay. Okay, ich kann die nicht wegmachen jetzt auch. Okay, die haben sie abgebaut. Da kommt einfach ein Creeper raus, der sich ganz, ganz, ganz schnell verdrückt. Aus Versehen falsch platziert. Und weg ist er. Ach, Mann, Leute. Kaktus. Lassen wir dich aufeinander. Wenn ich den 3 hochmache, geht das auch? Ja, geht auch. Der schrumpft zusammen. Ich würde mal sagen... Scheiße war's. Wir versuchen es nochmal. Was haben wir denn sonst noch? Chat. Wie können wir uns denn killen? Void. Chat sagt Void. Wollen wir es ein End machen oder soll ich mir einfach runtergraben? Komm, ich grab mich runter. Leute, nächster Versuch. Wir graben uns mal ganz kurz nach unten und wir machen einen Test, ob wir ins Void fallen können. Warum ist genau hier jetzt Lava? Also Lava hat ja eh nichts gebracht, das ist klar. Aber ich muss einen clearen. Okay, Void-Test. So, Survival. Leute, es ist soweit. Hier geht's jetzt runter ins Void. Gnadenlos und ohne Rückhaltung. Let's go. Kann ich? Nein! Ich kann nicht runter. Ich werde automatisch nach oben gedrückt. Ja? Lol, ich kann da gar nicht reinhüpfen. Sobald ich keinen Block unter den Füßen habe, fliege ich nach oben und komme nicht runter. Der Propeller schießt mich hoch. Ja, also jetzt no joke, ich drücke nichts, bin im Survival Mode. Ins Void fallen? Nope, geht auch nicht. Ich glaube, wir sollten mal die Nether besuchen. So, dann mache ich mal hier einen... Ja, machen wir uns mal ein Nether Portal. So, okay, Leute, wir sind im Nether angekommen. Und hier gibt es doch die Magma-Blöcke. Hallo, Magma-Blöcke?
Die scheinen einen ebenfalls zu heilen. Wir haben auch Gast, alles Mögliche. Ja, die Sounds sind auch ziemlich laut. Ich glaube, ich sollte die ganze Zeit laut lassen, weil da gibt es lustige Fürze. Jedenfalls, ich, ja. Hier drin kann ich vergessen. Ne, das bringt schon wieder gar nichts. Ich kann mich aber nicht töten. Folgende Idee. Was war das gerade nochmal? Piglin. Was ist denn, wenn wir ein Piglin oder ein Piglin Brood uns mal holen? Weil die Piglin Broods, die rasieren ja übelst. Genauso wie normale Piglins. Also, Piglin Broods erst. Ja, normale Piglins. Ich mach's aber im Survival Mode. Hallo Leute. Ein Wither-Skelett kommt an. Komm schon, Wither-Skelett. Blaze ist auch noch da. Blaze fliegt weg. Wither-Skelett fliegt weg. Hier, Piglin. Piglin steht instant. Oh mein Gott. Er hat es fast geschafft. Aber ich glaube, das ist ein bisschen. Oh mein Gott. Spark of Phoenix Mom. Hey honey, you forgot your lunchbox at home. Make sure you eat enough. Love you, bye. Und auf einmal habe ich meine Herzen wieder aufgeladen. Bro. Also ich glaube, ich hätte es fast geschafft. Aber gut, ich schummel. Ich leg's. Also, ja, eigentlich müssen wir es, glaube ich, in Survival reinspielen, ne? Wenn ich einen Piglin Brute direkt in mir spawne, bevor der zu mir kommt, ist er nochmal wieder mal so weggeflogen. Ich habe den ja schon direkt vor mich gesetzt, ne? Aber das ist knallhart. Wenn man denn mein Leben verliert, gibt's eine Chatnachricht. Spark of Phoenix Mom. Hallo Liebling, du hast deine Lunchbox vergessen zu Hause. Oder zu Hause vergessen. Stell sicher, dass du genug isst. Oh mein Gott, einfach. Gut, blaues Feuer. Ich habe kurz Damage gekriegt. Aber auch nur ganz kurz. Ich hatte ganz kurz ein halbes Herz, okay. Also das war jetzt so das erste, wo ich so richtig. Ja. 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 Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Oder soll ich mir den Schluss aufheben und wir probieren noch ein paar andere Dinge. Mit einem Flintenstiel und dann die ganze Zeit in einer Reihe durchrennen. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Ansatz, aber wir haben noch ein paar witzige Experimente, ob es geht oder nicht. Wir heben uns den Gedanken für den Schluss auf. Oh nein, habe ich die Sequenz gerade gar nicht aufgenommen. Oh nein, ich drücke die ganze Zeit Start-Stop-Aufnahme. Ich habe, glaube ich, gerade vergessen aufzunehmen. Warte kurz, was war das letzte? So Leute, nächste Runde. Ich werde mal ganz viele Bienen mehr holen. Hallo? Oh nein! Nein! Die sterben einfach! Nicht euer Ernst, oder? Die sterben. Das ist meine letzte Aufnahme. Das ist klar, aber ich werde automatisch nach oben gedrückt. Kein Block. Also jetzt no joke, ich drück nichts, bin Survival allen. Nope. Geht. Ich glaube, wir sollten mal die Nether besuchen. Okay, das alles aus dem Nether habe ich gerade nicht aufgenommen. Sehr gut. Folgendes, mein Cutter zieht sich's von Twitch runter. Ich drück die ganze Zeit Start-Stop-Aufnahmen, damit ich so ein paar grobe Sinnzusammenschnitte für die Folge halt habe. Bitte die Sequenz auf YouTube, auf Twitch nachschauen. Ich hab's ja gestreamt und da aufnehmen mit OBS und nach aufnehmen. Okay, ich werde die Aufnahme jetzt einfach permanent laufen lassen, okay? Danke. Okay, Leute, haben wir noch ein paar Ideen. Wir werden uns das mit dem Feuer mal aufheben und wir probieren noch ein paar andere Dinge. Sagt mal Bescheid. So, hier vorne ist übrigens Skelett. Das Skelett, die Pfeile, die auf mich geschossen werden, fliegen zurück und töten es selbst. Wow. Auch nicht schlecht. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag bekommen. Und wie wär's denn mit einer Wither-Rose? Oh, ernsthaft? Ernsthaft? Wither-Rosen? Wenn ich da hinlaufe, werden die zu normalen Rosen. Ich kann mich an den Wither-Rosen gar nicht töten. Also wenn ich jetzt hier alles voll mache und wenn ich da zu nah hinlaufe, dann werden die Wither-Rosen zu normalen Rosen. Oder bauen sich ab, wenn ich zu schnell laufe. Wither-Rose funktioniert auch nicht. Uff, nächster Vorschlag. Der Chat sagt, wir könnten ein Bett benutzen, um uns hier wegzusprengen. Uff. Nächster Versuch. Betten sind. Ey! Ich kann die gar nicht platzieren! Wenn ich die hier drin habe, fliegen die weg.
Ich kann das Bett gar nicht auswählen. Es lässt mich nicht auswählen. Okay, warte, nächster Versuch. Wenn ich mein komplettes Inventar voll... Nee, warte, mein komplettes Inventar voll mache mit Betten. Dann kann das ja nicht mehr rumswitchen. Ah, ich sehe schon, dann wird das einfach rausgeworfen, ne? Leute, ich kann keine Betten setzen. Ich probiere ganz schnell zu drücken und zu setzen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ah, ah! Ich kann kein Bett setzen im Nether. Es funktioniert einfach nicht. Gnadenlos. Hat sich erledigt. Nächste Idee. Ess mal ein Brot. Ja, das wird mich, glaube ich, nicht umbringen, aber... Also kann ich gar nicht. Ich habe doch... Hungerbalken ist voll. Ich habe ständig vollen Hungerbalken. Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Schalke. Ja, die habe ich zwar noch nicht probiert, aber fällt wahrscheinlich unter Mobs. Nächster Versuch. Wir machen ein paar Schalker hier. Hallo? 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 Das Projektil ploppt einfach ins Nichts. Die Projektile kommen nicht zu mir. Sie löschen sich vorher. Kugelfisch. Das wäre noch eine Idee. Pufferfisch. Aber ich glaube, den kann ich nicht essen, weil ich ja Hunger dafür brauche, oder? Ich kann den nicht essen. Geht nicht. Ich kann keinen Kugelfisch essen. Ist nicht möglich. So, als nächstes. Respawn Anchor in der normalen Welt. Ja. Ich mach mal wieder ein... Nether... Ups. Wo haben wir es denn? Nether Portal. Respawn Anchor. So, Leute, nächster Versuch. Respawn Anchor am Start. Leute, ich kann da keine Reihen machen. Übrigens, der Sound ist ultra witzig, wenn ihr mich fragt. Not working. Ich kann keinen Respawn Anchor befüllen. Ich kann mich damit auch nicht töten. Daran wurde auch gedacht. Hilfe? Mit einem Pisten in den Kopf reindrücken. Ja. Probieren wir das doch mal. Pisten. Ich kann auch einen Sticky Pisten dann vielleicht am einfachsten nehmen. Dann einen Lever. Oder einfach einen Block. Aber einen richtigen Block. Ja. So. Okay, Leute, als nächstes. Ich habe hier oben einen Pisten, der einen Block in meinen Kopf reindrückt. Warte, bin ich gerade so... Ah, warte. Das ist natürlich ziemlich arg dumm. Den muss ich ans Weiter nach oben setzen. Nächster Versuch, das wieder rauscutten. So, Leute, als nächstes. Ich habe hier oben einen Pisten dran, der einen Block und hoffentlich meinen Kopf reindrückt. Und wenn ich da hingehe... der Block wurde zerquetscht, als er auf meinen Kopf gedrückt wurde. Ich kann mich also auch nicht suffocaten in Blöcken. Es geht nicht. Not working. Also. Wir haben noch ein paar Optionen. Zunächst mal, also zunächst mal auch in den Chat jetzt hier. Max Entity Cramming habe ich auf dem Schirm. Ich habe das Video logischerweise gesehen, wo das hier gezeigt wurde und dort dort war das sozusagen die Lösung, wie man sich töten kann oder das wurde nicht bedacht. McMackenstein hat aber auch in dem Video gesagt, dass wenn das zum Download gibt für alle, dass er das fixen wird. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gefixt hat oder nicht. Ich wollte es mir eventuell bis zum Schluss aufheben, okay? Also Max Entity Cramming und das mit dem Feuer wäre eine Option. Ansonsten haben wir noch ein paar andere Sachen zum Ausprobieren. Ich hätte auch noch vielleicht eine Idee,
die ganz gut wäre, und zwar mit einer Elytra gegen die Wand zu knallen. Aber da muss ich noch mal gucken. Und mit Feuerwerk. Okay, probieren wir es nochmal. Weiter geht's. Ich kann das mal vorbereiten, aber erst. So, und zwar bräuchte ich Gunpowder. Und Paper. Wir könnten einen Feuerwerkstern machen. Ich mach mal krasse Raketen. Crafting Table. Mal gucken, ob Raketen und der Raketendamage was zieht. Wie machen wir die Teile nochmal? Ich brauche ziemlich viel Gunpowder oder so. Farbstoff, Papier. Ne, warte mal, wie ging nochmal Feuerwerkstern? Ich vergesse das jedes Mal, Leute. Was ist jemand denn auswendig? Wie ging das nochmal mit dem Gunpowder und ne? Feuerwerkstern, der zieht. Was war noch für eine Zutat, die wir brauchen? Wenn wir die heftigen Raketen machen, ich vergesse das jedes Mal. Ich habe zuerst einen Grafik beim Feuerwerk gemacht. Im Buch steht es nicht drin. Oh, da warte mal ganz kurz hier. Das geht, ja, aber konnte man nicht noch mehr? Aber man kann doch bis zu 7 Gunpowder machen, irgendwie sowas. Okay, ich habe einen Feuerwerkstern gemacht. Ja, das ist halt jetzt hier wieder, ne? Jetzt kann ich Raketen machen, aber ich kann doch noch mit viel mehr Sprengstoff so einen Feuerwerkstern machen. Ich probiere einfach mal das. Okay. So, als nächstes, ich habe mir Raketen gebastelt und die Frage ist, ob ich mich mit diesen Raketen töten kann, wenn ich einfach... Nein! Ich kann mich nicht mal mit Raketen töten! Weil wenn ich eine Rakete setze, um mich damit zu töten, also selbst wenn ich irgendwo im geschlossenen Raum bin, dann teleportiere ich mich weg. Es geht nicht. Impossible. Und wenn ich ins Wasser gehe, ja, gehen die Schwimmvögel auf einmal wieder an. Aber gerade nur auf einem Ärmelchen. Hallo Zombies, könnt ihr mich killen? Nein, können sie nicht. Warum muss ich muss doch gar keinen Tag machen. Die Zombies und Spinnen und Mobs kommen eh nicht an mich ran. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Ich kann mich nicht mehr mit Raketen klatschen. Ach, okay. Und die bouncen einfach ab von mir. Und sterben dann dort alle an Fallschaden. Okay. Das hat schon mal nicht funktioniert mit Raketen. Drachenatem. Das wäre eine Option ab ins End. Ich kann hier End Bottle machen. Leute, wir sind im End. Und auch hier können wir einfach mal ins Void hüpfen, wenn es geht. Und wir gucken mal, was da passiert. Und tschüss. Ja. Hat sie erledigt. Geht nicht, man wird hochgeschleudert. Ins Void ist unmöglich. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für den Enderdrachen. Dieser könnte nämlich doch jetzt mal uns mit seinem Drachenatem anhauchen. Dort hinten ist er. Und vor allen Dingen, der könnte mal runterkommen jetzt hier. Sofern er das denn tut. Drache. Kommst du rüber? Ich glaube, das dauert jetzt ein kleines bisschen, bis der das macht. Drachenatem. Ja. Ender Dragon is having technical difficulties. Der Typ ist eingefroren. Wie war das? Technische Schwierigkeiten? Wenn ich dem Drachen zu nahe komme, dann wird der eingefroren. Ja. Gut. Der Enderdrache ist eingefroren. Das hat schon mal nicht geklappt. Dragon's Breath funktioniert nicht, weil der uns gar nicht anatmen kann, so wie es aussieht. Oder warte. Eventuell kann der den Drachenatem jetzt machen. Ja. Nein, spuck den doch mal den Atem. Dann renne ich rein. Ich glaube, das können wir vergessen. Ja. Ja, Drache. Ich kann aber auch nicht hauen. Doch, kann ich. It's not working, Leute. Ja, komm, lauf auf mich zu.
Leute, wir können das vergessen. Das klappt nicht. Okay, nächster Versuch. Ich hätte noch eine Idee. Und das ist, glaube ich, jetzt eine meiner vielversprechenderen Ideen. Ja, die kommt nicht aus dem Chat. Pass auf. Ich werde mir eine Elytra holen. Und mit der Elytra... Was? Police? No fireworks allowed. Speed limit of 30 in this Minecraft seat. Okay. Oh, ich bin zwar gerade im Game Mode, aber wenn ich jetzt hier mit der Elytra fliege, ich kann nicht schneller fliegen als so. Es geht nicht. Komm schon ins Void rein. Es geht nicht. Nicht mal das funktioniert. Okay, jetzt müssen wir echt harte Geschütze auffahren. Chat, habt ihr noch Ideen, wie wir uns irgendwie töten können? Es geht nämlich einfach nicht. Wie können wir uns töten? Übrigens, Satzungsknoten und Orakel. Danke noch für die Restubs. Tony LP auch. Vielen, vielen Dank. Die Kristalle hatten wir schon, die verschwinden. Wenn ich zum Kristall noch gehe, Ender Dragon having technical difficulties, End Crystal zerploppt einfach weg und ich kriege Herzpartikel. Es geht nicht. Ich kann mich nicht töten hier. Wither. Hallo Wither. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, das jetzt hier zu machen. Der klatscht nämlich die ganzen Ender, ne? Habe ich eigentlich so laut? Ne, ich muss leiser machen, das ist zu krass. Okay, Leute, wir... Oh mein Gott! Es geht! Als ob der Wither-Kill geht! Leute, ich bin gestorben durch einen Wither-Kill! Aber hey, das könnt ihr mich erzählen. Oha! Der Command funktioniert am Ende nicht. Wenn ich das am End mache, dann gibt's Wither. Wenn ich das hier mache, eigentlich ist das auch raus. Fall für den Cutter. Sie haben nichts gesehen. Wir nehmen den Take nochmal auf und probieren es aber nicht hier in der Overworld jetzt. Ich glaube, also wenn's eventuell würde ich sagen, also ich möchte den Tod am Ende vom Video haben. Ich möchte aber, glaube ich, noch ein bisschen weiter experimentieren. Und ja, eventuell werden wir das am Ende als Lösung dann nehmen. WTF. Okay, wir probieren es nochmal. So, Leute. Nächster Versuch, Chat. Na, stopp, ich muss mal erklären. Okay. So, Leute. Folgender Vorschlag vom Chat, was wir als nächstes ausprobieren könnten. Summon Wither. Wither left the game. Wither left the game. Wither left the game. Geht nicht. Nicht möglich. Ansonsten habe ich noch einen Vorschlag vom Chat, und zwar Delfine. Dass die einen auch angreifen, wenn man sie haut. Da müsste ich auch nochmal gucken. Ich könnte hier vorne im Wasser einfach ein paar davon holen. Dolphin. Es muss aber auch ein paar Möglichkeiten geben. Selbst Delfine fliegen weg. Selbst Delfine fliegen weg. Gut, Delfine können wir auch knicken. Leute. Was machen wir denn noch? Autsch, ah, Ellbogen. Ja, also man soll schon so. Ich versuche das für das Video ein kleines bisschen abzukürzen. Also die Lösung, dass man im End einen Wither spawnt, dass das halt funktioniert, das ist ein Ding, aber. Naja. Was haben wir denn noch nicht gemacht? Guardians. Guardians, die von weit lasern. Guardians. Elder Guardian, normaler Guardian, das können wir ausprobieren. Badhead Live, danke noch für den Resub. Vielen lieben Dank. 3 Monate in Folge mit Twitch Prime. Danke, danke. Ja, Guardians an sich gibt's hier halt auch nicht. Die spawnen. Aber was ist denn... Warte mal ganz kurz. Locate. Wer ist ein Wassertempel? Underwater.
Monument. Ich vergesse jedes Mal, wie es heißt. Monument, wir gehen mal hin. So, dann schwimme ich mal von weit entfernt ran. Und Eisbären gucken wir gleich auch nochmal. So, Leute, nächste Option. Wir sind wieder im Wasser und ich schwimme jetzt mal an Guardians ran. Weil die sind ja ranged mal wieder und lasern einen mit Magic weg. Mal gucken, ob das funktioniert. Die ganze mit Schwimmflügel und Propellerhelm, aber komm schon, tötet mich. Tötet mich. Hallo? Tötet mich? Sind die einfach nur so desinteressiert oder was ist hier los? Elder Guardian ist auch drin. Die attacken mich gar nicht, kann das sein? Hallo? Ich schwimme mal zu dem hier vorne. Er ist einfach verschwunden. Bevor sie in den Bereich kommen, wo sie Laser schießen können, verschwinden sie einfach. Hat sich erledigt. Aber Mining Fatigue kriege ich trotzdem. Weil das ist ja auch total egal. Gut, geht mal wieder nicht, Leute. Geht nicht. Nächste Option. Es gibt noch ein paar Tiere, die eventuell interessant sind. Pandas. Und Polarbären. Nicht Poa, sondern Polar. Lass mal gucken. Also kann man Eisbären irgendwo hinpacken. Nächstes Mal ein Delfin, kein Eisbär. Eisbären fliegen ebenfalls weg. Pandabären fliegen ebenfalls weg. Geht nicht. Chat. Haben wir bald alles durch? Blitze. Okay, das wäre vielleicht noch eine Option. Stopp, ich mache einfach mal wieder einen Survival-Mod. So, Leute, als nächste Option, ich probiere mal Blitzen. Summon Lightning Bolt. Ich kann mich auch nicht mit Blitzen töten, es geht nicht. Mit Blitze sind nicht möglich. Nicht possible. Nächste Idee vielleicht? So, Chat, was haben wir denn noch für eine Methode, um uns zu töten, die wir bisher noch nicht verwendet haben? Wie könnten wir uns irgendwie töten? Ertränken in einem geschlossenen Schacht fehlt noch. Okay, da probiere ich mal mit Blöcken. Glas. Water. Baue ich mich mal hier hoch. Ertränken in einem geschlossenen Schacht. Das heißt, wir haben jetzt gleich einen Wassereimer. Setz den da rein. Da gucken wir, ob das was wird. So, Survival Mode. Dann Chat, als nächstes. Ich bin gerade hier drin, in einem geschlossenen Raum und versuche mich mal zu ertränken mit Wasser von hier. Es zerstört den Block, der darüber liegt. Es zerstört knallhart den darüber liegenden Glasblock und ich werde rausgeschleudert. Geht nicht. Geht auch nicht. Ich kann mich hier nicht töten, Leute. Was haben wir denn noch? Enderdrachen. Haben wir irgendwas alles, was wir noch nicht haben? Obsidian drüber. Leute, wenn Glas weggeht, dann geht auch ein Obsidian-Block weg. Ein Lama. Okay, das scheint gut zu funktionieren gerade mal. So, Leute, nächster Versuch. Ich bin weiterhin auf Hard und ich habe mir Lamas geholt. Hallo? Komm schon, spucket mich an. Normalerweise machen Lamas doch Damage, oder? Ich kriege keinen Schaden durch Lamaspucke. Normalerweise geht das aber, oder? Lamas spucken einen sogar auf Peaceful an, außer in 1.17, da wurde das gefixt. In 1.16.5 spucken die auf Peaceful, aber auf 1.17 nicht mehr. Geht nicht. Nicht möglich. Gibt es noch irgendwelche anderen Optionen, Leute, wie wir uns hier töten können? Drown mit 30 Leuten, das wird auch nicht gehen. Also ich glaube, normale Mobs wurden gedacht. Auch Drowns, die fliegen weg, bevor sie irgendwas machen können.
Villager mit Dornenrüstung. Das könnten wir mal probieren. Ups, ich muss wieder Game-Mod. Dann brauche ich einen Dispenser. Den nehme ich mal ganz kurz nach hier. Der Dispenser ändert seine Drehrichtung. Ernsthaft? Ich will einen Villager-Dispenser und der Dispenser ändert. Aber warte mal ganz kurz. Warte. Wenn ich dann einen Flinten-Steel oder einen Lava-Eimer reinmache oder irgendwie oder ein Feuer mache, dann würde wäre das was anderes. Aber er ändert nur seine Richtung. Also ich, es reicht, glaube ich, wenn ich vom Villager wegstehe. Ja, dass das geht. Okay. Okay. Kann man an einem Armor-Stand eine Dornrüstung packen, den Armor-Stand hauen, man kriegt Schaden? Geht das? Sicher, dass das geht? Davon weiß ich nichts. Das wären 5 Dinge in Minecraft-Ding. So, und zwar brauche ich jetzt eine Diamond oder besser noch eine Netherite-Armor. Die enchanted ist mit Enchant. Thorns 3. Dann brauche ich einen Villager. Der kommt hier hin. Na, eigentlich davor. So, die Rüstung ist weg. Sehr gut. Jetzt gehe ich in Survival Mode. Oh. Oh. Ja. Ja. Nein. Hey, Spark of Phoenix. It is I, your sister. Brought you a little snack. Enjoy. Oh nein, ihr wollt mir doch nicht sagen, dass wenn ich halt... Ja, komm. Nein, kill mich. Der andere Villager ist im Weg. Deswegen kann ich mich nicht... Okay, die Rüstung ist weg. Ja, der andere Villager ist jetzt im Weg hier. Okay. Ausnahmsweise hat mir jetzt gerade meine Schwester einen Snack vorbeigebracht. Hey, Spark. It is I, your sister, brought you a little snack. Enjoy. Und da habe ich mich wieder voll geheilt. Und ja, ich muss mal ganz kurz hier den Villager wegmachen. Und mir mal einen neuen holen. Dann, weil ich habe die ganze Zeit nämlich den falschen gehauen, glaube ich. Das war nicht so gut. Ich bräuchte nochmal einen neuen. Okay, das müsste jetzt geklappt haben. Er hat das drin. Ich versuche jetzt wirklich zu spammen des Todes. Komm schon. Ich krieg keinen Schaden mehr? Hä, wo ist denn die Dornrüstung? Der müsste doch die Dornrüstung haben. Ich krieg keinen Schaden mehr reflektiert. Nee, der hat die auch nicht an. Wo ist die denn hin? Ach, wahrscheinlich ist der... Ist, oh mein Gott, die Rüstung ist verschwunden. Höchstwahrscheinlich, als ich gelaufen bin. Und wenn der sich ändert, löscht er sein Inventar. Ja, ich mache nur auf Dorn auf 3, weil das muss survival-tauglich, glaube ich, sein. So, also was Höheres als Dorn 3. Ja, ne, also ich werde jetzt nicht mit Game Mode versuchen, das zu machen, denke ich. Nächster Versuch. So, das ist alle Survival und jetzt spammen wir nochmal durch. Okay, nächster Versuch. Villager mit einer Dornen 3 Rüstung. Okay. Ja. Ach, die Rüstung, die ist nicht stark genug, um mich zu töten. Ich weiß nicht, kann ich eigentlich Klickspammen? Lohnt sich der Klickspam? Ja, oh, ich kann auch Klickspammen. Ja, ich glaube, ich schaff's. Ja! Ja, wir haben's. Okay, das zählt jetzt aber. Das war eine Möglichkeit, den Spieler zu töten. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben viele verschiedene Sachen ausprobieren müssen. Und ja, die Lösung war theoretisch jetzt einem Villager einen Dornenpanzer anzugeben und dann mit der Faust drauf zu boxen und sich zu töten. Im Laufe des Videos haben wir noch ein paar andere Methoden gefunden, die aber halt ein bisschen buggy waren sozusagen. Ich habe 2 Stellen gefunden, wo es noch möglich gewesen wäre, das zeige ich euch jetzt ebenfalls nochmal. Und zwar, wir holen uns nochmal ein Endportal hier hin.
Es hat sich nämlich herausgestellt, dass im End man Wither spawnen kann. Die verschwinden hier nicht. Und warum auch immer. Also auf der Normalwelt sind die verschwunden. Hier sind die nicht verschwunden. Hätte mich gewundert, wenn das nicht berücksichtigt worden wäre. Also, wenn ich jetzt hier reingehe und ne, dauert es, glaube ich, jetzt nicht so lang, bis ein Wither kommt. Und ja, ihr seht's, mich ebenfalls mit angreift. Und ich würde früher oder später draufgehen, hoffe ich. Zack, okay. Das scheint aber einfach nicht bedacht worden zu sein, weil der sollte ja left the game. Oder doch, man kann im Ende der Wither beschwören, Survival. Das funktioniert. Und ich habe noch eine Sache gesehen, wie es ebenfalls funktioniert oder funktionieren könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es ganz klappt. Dazu muss ich aber mal ganz kurz in den Nether gehen. So, so, so. Nether Portal. Wir gehen nochmal in den Nether. Also muss nicht mehr sein, geht doch hier. Wir brauchen Soul Sand. Und zwar, wenn ich hier mit einem Flintensteel hingehe und eine Spur von Feuer mache, wo ich ganz schnell durchlaufe. Also Feuer, wenn ich jetzt langsam hinlaufe, klar, das verschwindet und heilt mich. Das ist drin, aber ich glaube, da gibt es einen kleinen Bug, wenn man instant da drauf rennt und rüber rennt, dann gibt es einen Initialschaden. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, dass man sich da nicht gegenheilen kann. Da müssten wir gerade mal gucken. Vielleicht brauche ich auch noch eine etwas größere Fläche, aber wenn ich jetzt hier praktisch drauf laufe, ihr seht, hier gab es jedes Mal ein Herz-Damage. Ja, ja, ja. Ja, okay, das war eine von meinen vielversprechenden Vorschlägen, aber ich glaube, naja, jetzt kickt der Fire. Okay, okay, geht nicht. Das ging leider nicht, aber das hat sich irgendwie vielversprechend angefühlt, weil ich ja Damage gekriegt hatte. Leute, haben die Challenge geschafft. Probiert selbst aus, Link in der Beschreibung. Und wenn es wieder was Cooles gibt, gibt es das wie immer auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut und bis zum nächsten Skarren. Ciao, ciao. Okay. Damit hätten wir das auch schon. Wollen wir mal arg probieren, ansonsten, ob wir da durchkommen. Ach so, genau, stopp, Entity Cramming, eine Sache wollte ich auch noch probieren. Das können wir noch reinschneiden, auch wenn ich schon ein Outro gemacht habe, das ist kein Problem. Sekunde. Man könnte es mit Minecarts machen. Man kann es aber auch jetzt einfach hier mit Glas machen und so. Hold on. Ich glaube, das wurde gefixt, weil MacMakestein hat im Video gesagt, dass es eigentlich gefixt ist. Ja klar, also es ist bestimmt gefixt, weil alle Entities fliegen weg, oder? Warte mal, nee, wenn ich einen Lama nehme, die konnten sie dann nicht weggeflogen, ne? Pass auf. Ich mache aber jetzt jede Menge Lamas hier rein. Ah, ich glaube, ich weiß, was bestimmt gemacht wurde. Per Command wurde die Max Entity Cramming Game Rule hochgestellt. Weil die sterben hier drin nicht. Man kann das per Command einstellen. Dann als nächste Sache, eine Sache, die noch zu überprüfen galt, jetzt auch nochmal zum Schluss. Und zwar hat der Chat auch gesagt, Max Entity Cramming. Ich habe in dem Video vom Ersteller gesehen, dass das bei ihm die Lösung war, wie man sich töten konnte. Aber er hat auch gesagt, er fixt das. Und so wie es aussieht, ich habe jetzt hier schon massig Lamas reingehauen. Die verschwinden nämlich nicht, wenn der Spieler nahe kommt oder fliegen nicht weg. Ich glaube, es wurde per Command die Max Entity Cramming Game Rule hochgestellt. Das kann man nämlich einstellen. Und das Datapack hat das direkt angepasst. Ich kann ja also hunderte Lamas rein dispensen und die sterben nicht, weil die Max Entity Cramming Game Rule ein bisschen geändert wurde und ausgestellt wurde. Und Leute, darf ich vorstellen, ich habe einen perfekten Kreis in Minecraft gemacht, so wie es aussieht. Wenn ich hier reingehe mit Dings, ja, ich sterbe halt nicht. Hier sind literally eine Bazillion Lamas drin. Okay. So, das am besten auch noch irgendwo reinschneiden. Dann geht's nochmal nach oben. Okay. Wie sieht's im Nether mit Wither eigentlich aus? Ja, im Nether taucht er auch auf, nur in der Overworld nicht. Ist ja ein bisschen egal. Das war vorhin da ja schon mit drin, das war okay. Achso, wir müssen noch eine Call to Action eventuell machen. Für die irgendwo zwischendrin ins Video reinkommt. Wie immer. Hihihi. Hold on, wait. Ja, ich mach grad mal Peace for you, damit der Bruder jetzt nicht ärgert. Leute, falls euch das Video gefällt, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus dazulassen. Hilft ihr immer immens, ey. Vielen, vielen Dank. Auch gern, falls ihr neu seid, ein Abo dalassen, dann landen alle weiteren Folgen in der Abo-Box. Dankeschön. Weiter geht's. Okay, das haben wir jetzt auch drin. So.
Frage. Ich würde nochmal ganz kurz nach reingucken, ob das geklappt hat. Erstmal danke, dass ihr wieder da wart. Das ist das morgige YouTube-Video. Falls ARK jetzt nicht funktioniert, oder, ja, irgendwie eine Chance auf mein Zeug hätte ich gerne noch. Ansonsten, falls ARK nicht funktioniert, dann mache ich noch das Video für Dienstag. Das Minecraft 1.18 Update bereits schon fertig, nur nicht von Mojang, jemand anders hat es gemacht. Kann ich euch auch gleich zeigen. Okay, ich probiere es nochmal. Ich hoffe, dass die Sauer wieder da sind. Gib mir eine Sekunde. Dann starten wir nämlich mal neu. Aha, jetzt updatet es auch. Yep. ARK updated. World Border Schaden. Ja, aber dann musst du erstmal zu World Border kommen. Ah, das updatet jetzt wieder. Das braucht wieder ein kleines Momentchen. Leute, kurze Pause. Und dann ist hoffentlich fertig geupdatet. Dann geht's los. Bis gleich.
So, wieder da Arc updated immer für so ein paar MB, dauert aber Ewigkeiten. Ich glaube, das hat sich jetzt dann... Editiere ich das mal. Gucken wir, ob es klappt, ob der Server auch da ist. Und ich glaube, er ist da. Ja, dann gucken wir mal, was das jetzt wird hier für eine Fiesta. Ob wir den Stuff wieder kriegen, weil das triggert mich ungemein. Oh, warte mal ganz kurz. Muss mal Licht hier anmachen. So. Wieder da. Wir gehen wieder drauf. Ich müsste mit dem Drachen vor der Eishöhle stehen und dann gehen wir da mal rein. Ich werf direkt den Yuti da rein und setz mich drauf und versuche halt erstmal den Anfang dann zu überleben. Okay. Ich bin hier oben wieder gerespawnt. Und die große Frage ist, ob unser Stuff noch da ist. Ich könnte vermuten, dass es nicht der Fall ist. Wenn ich das verliere, was ich dabei habe, ist nicht schlimm. Die UTs sind nicht so der Hammer. Die können komplett weg. Züchten wir neue. Und ja, so viel dazu. Mit der Rüstung ist hier natürlich auch kalt drin. So. Jetzt aber die Sache, um reingehen zu können. Ich muss praktisch 5 Minuten warten. Um. Ja. Den anderen zu holen. Er teilt aber auch ganz gut Hits aus. Und dann versuche ich da möglichst schnell durchzukommen. Da verliere ich gerade die ganze Zeit Leben. Ich verliere Leben mit dieser Rüstung und Fryer Curry. Ernsthaft. Ja, dann müssen wir es so machen. Dann lassen wir ihn ganz kurz da stehen und ich gehe raus und sehe zu, dass der Cooldown abläuft. Und wenn der Cooldown abläuft, gehe ich wieder rein. Weil hier ist mit mich warm genug. Und dann gehe ich rein, werfe den nächsten, dann muss ich nicht in der Kälte warten. Duty halb down. Ja, nee, der ist schon nicht mit vollem Leben gespawnt. Das ist die Sache. Der ist schon nur mit, also ich habe die HP hochgestellt. Manuell. Also Ziel für heute ist es eigentlich nur... Ups, muss man ganz kurz wieder... wenn es geht, mein Stuff wieder zu holen, aber ich glaube, das wird nichts. Warte mal ganz kurz, wo ist mein Drache hier schon wieder hin? Oh nein, der folgt mir natürlich noch. Klassiker. Sind Nashörner eigentlich friedlich? Okay, ich laufe da mal hin. Das wird, das Staedon-Vieh wahrscheinlich nicht mögen. Uff. Und selbst wenn es nur die Yutis sind, die ich mitnehme. Dann ist der Stuff halt weg. Und ja, der Yuti ist nur halb down, weil ich ihm Leben hochgeskillt habe. Der war nicht. Ich war nicht prepared. Ich hätte gedacht, dass ich es zu 100% schaffe, hier durchzukommen. Aber ganz am Ende von der Cave stehen 2 meiner Yutis und eventuell mein Stuff. Und dann gab es vorhin ein Update und dann war der Server down. Dann bin ich nicht mehr drauf gekommen. Das war unfassbar ärgerlich. Also ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich jetzt einfach nur gleich Gewissheit habe, dass was abgeht, ob der Stuff weg ist oder nicht. Und ja.
Du kannst dein Item Bag pullen. Was heißt mein Item Bag pullen? Wie kann ich den denn pullen? Was muss ich denn da machen, wenn ich hier drauf gehe? Und was kann ich hier pullen dann? Was, nach was muss ich suchen? Ne, die Jutis sind wahrscheinlich nicht tot. Das glaube ich nicht. Ja, hier bin ich gestorben, aber mein Jutis, die müssen noch leben. Hast du ein Transfer-Tool? Ja, nicht dabei. Für was brauche ich denn das hier, Transfer-Tool? Ist das das Richtige? Omni-Tool? Brauche ich halt ein Stroh, ne? Stroh habe ich. So, das Omni-Tool. Und jetzt? Was muss ich da einstellen? Hallo? Oh nein, jetzt hänge ich in einem Nashorn drin. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott, das ist weg. Und was muss ich mit dem Omni-Tool einstellen? Schnell, Leute. Inventory Assistant, Advanced Transfer. Item Cache. Wo muss ich hin? Basic Transfer, Advanced Transfer. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Advanced Transfer. Ja, und dann? Source. Ja, aber Source, Personal Inventory. Test, Personal Inventory, Personal Inventory. Sowas. Als Source muss der Item Cache drin stehen, wenn ich nah genug dran bin. Oh, steht hier aber auch nicht. Okay. Okay, okay, gucken wir mal. So, jetzt geht's rein. Jetzt kann ich den anderen Duty setzen. Und jetzt heißt es halt hoffen, dass wir da durchkommen. So, weiter. Ja, müssen wir gerade uns mal durchkloppen. Ich kloppe mich jetzt nur durchs Wichtigste durch. Nicht durch alles. Ja, hier unten zum Beispiel auch. Da sind wieder die Kulovias drin. Oha, ja, oh nein, man kriegt zu viel Damage hier. Viel zu viel Damage. Kommen die da jetzt nochmal weiter raus? Ja, ich muss mich halt ein bisschen beeilen, das ist das Problem hier. So, und hier auch nochmal ein Affen. Ausdauer aufladen. Ja. Vor allen Dingen hier leveln. Ausdauer aufladen. Hallo?
Gehe ich auf den anderen drauf. Ernsthaft? Polovia? Oh mein Gott. Hier hat mich auch wieder einer fast runtergehauen. Puh, dann... Oh, jetzt hänge ich hier wieder fest, muss zum anderen wechseln. Hallo? Was ist denn hier passiert? Ich hänge schon wieder fest. Warum kann ich hier denn nicht aufsteigen? Komm näher zum Aufsteigen, bin ich doch. Oh, die sind ineinander reingebackt. Jetzt habe ich ihn. Ja, die Eisbären sind halt das Wichtigste erstmal, glaube ich. So, und jetzt ist halt die Sache mit den... Polovias müssen wir wegmachen. Oh ja, Steak essen. Ich habe schon wieder nicht bedacht, dass das einfach... Die Zeit ist halt sehr, sehr knapp hier. Und hier muss jetzt gleich den Kristall weghacken. Leute, ich komme nicht rein. Einfach weil, zeitlich gesehen mein... Hier, ich sterbe einfach. Und er ist unten. Ach, der ist da runtergehüpft. Müssen wir uns hier reinkloppen. Ja, ich bin kurz zum Artefakt gestorben. Das ist doch schon wieder dumm. Ich müsste eine richtige Expedition hier vorbereiten. Als ob nicht mal das Friar Curry hilft mir jetzt hier. Das ist halt schon wieder mies. Ich glaube, ich sterbe, bevor ich da bin. Ich brauche schon allein wieder eine bessere Pelzrüstung, um jetzt hier reinzukommen. Ich dachte, das wird reichen. Auch mit dem Friar Curry, aber tut's nicht. So, Kristall und Stein raus. Hier oben vorne geht es jetzt richtig ab, halt. Kann ich da hinten entpfeifen? Ne, geht nicht. Ist der down mal hier? Nope, ist er nicht. So, hier muss ich jetzt abbauen wieder. Rex ist zu groß und außerdem buffen die sich auch gegenseitig, das ist nicht schlecht.
So, dann gucken wir mal ganz kurz hier hin. Ganze Zeug raus. Hier hin. Ganze Fleisch raus. Das raus. Dann geht es auch schon direkt weiter. So, dann machen wir das hier weg. Weißt du, mein Otter ist einfach auch direkt gestorben, weil ich in das Kältewasser da rein bin. Kann ich das freier Curry? Nee, ich muss erst hier Dingen sind. So, rein geht's hier. Ja, nicht darunter hüpfen, aber ist auch okay jetzt. Oh nein, nein, Pullover wieder. Ich stehe aber drauf. Oh, das ist echt ungünstig. Oh Gott, der Bär, der haut. Oh Gott, nein, 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 die werden jetzt so richtig gefressen. Das ist gerade sehr, sehr, sehr schlecht hier gerade. Ich muss die gleich hoch force feeden. Und das Problem ist, dann ist es zeitlich ungünstig. Ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen force feeden, ohne geht's nicht. Ich muss wieder vorbereiten, eigentlich. Ja, die haben zu wenig Leben. Für den weiteren Marsch. Und ich glaube, ich sterbe jetzt gleich, bevor ich davon. Oh, warte, Fry Curry. Ja. Das Problem ist, dass die schon wieder einfach zu schlecht sind. Da sind zu schlechte UTs und das ging einfach nicht. Wie viel Leben hat denn der andere UT noch? Okay, der ist fast komplett down. Naja, ich muss es auch nur zu meinen anderen Duty schaffen halt, ne? Die Affen machen nicht viel. Ich muss es nur bis zu meinen anderen Duty schaffen. Der steht halt irgendwo ganz da hinten. Ups. Frage ist, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich schaff's halt einfach nicht. Ja, ich bin einfach gleich tot. Wir werden wieder drauf gehen. So. Das ist ja wieder sauknapp. Wenn nicht, hängen die jetzt gleich halt hier drin fest. So, ich kann mal gucken, ob ich von hier an das Tool komme.
Beauty, nope. Gehen den Gang zurück zum Heilen. Ja, aber ist es da nicht auch zu kalt? War das da warm genug? Vorhin war es einfach wärmer. Okay, pass auf. Wenn ich da recken kann, dann machen wir das doch. Nein, 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 nicht. Seid ihr sicher, dass hier wärmer war? Hier rein? In den Gang? Leute, es ist nicht wirklich wärmer. Nope. Leute, das funktioniert nicht. Ich recke hier doch nicht, oder? Wo sind die andere Jutien? Wo ist denn der andere Juti hin? Ja, ich regge tatsächlich. Wo ist mein anderer Juti hin? Ich habe den verloren. Ach, da ist er wieder. Ja, dann muss ich gelingen zum Force feeden. Nope, hier verliere ich schon wieder Damage, oder? Hier verliere ich gerade schon wieder. Jetzt kriege ich wieder. Uff. Ja, okay. Nein, immer noch. Auf den Boden runter. Jetzt recke ich. Oh mein Gott, was ist das denn? Eieiei. Ganz knappes Ding mal wieder. Ja, das Einzige, was halt der Fall sein wird, dass mein Duty da hinten steht. Ich glaube nicht, dass mein Item im Inventar noch da ist, weil eine halbe Stunde ist längst rum. Wenn man stirbt, der Bag ist nur eine halbe Stunde, ja. Das dürfte weg sein. Dann hole ich die Duties wieder mit ihrem Sattel. Ich nutze die Zeit und force feede den. Wenn dein Jutis den Body gegessen haben, ist dein Stuff in den Dinos drin. Das wäre eventuell noch interessant, aber da müssen wir gucken. Ja, es ist einfach zu kalt. Oh, Leute. Ich dachte, ich könnte mir nochmal ein Set hier rein, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ich wollte das nämlich nicht auch noch verlieren. Ich war so gut gesettet, bis mich der runtergeworfen hat. Das war einfach... Ich bin auch hier zweimal runtergeworfen worden, aber ich hätte oben drauf gestanden. Oder ich bin oben drauf gestanden, nicht gestorben, aber weil das hinten so eng war, deswegen bin ich gestorben. Ich war so kurz davor gewesen einfach. Naja.
Aber wenn... Steak heilt mich, ja. Das Steak heilt mich, das habe ich mitbekommen. Aber ich muss auch Hunger kriegen davon. Ja, ich kann aber nicht hier rumrennen wegen Ausdauer und so. Kann ich hier rumlaufen? Ja, wenn Duty ist meine, dann liegt auch nur mein Bag da, aber ich glaube, der ist weg. Kann ich eigentlich mal durchgehen oder so? Und den mal forcefeeden, weil der ist nämlich wirklich kurz auch vorm Sterben. Ja, das sieht schon. Also ich heile mich relativ schnell voll, finde ich. Also es geht. Die haben jetzt wieder keinen guten Sattel. Och man, die Truppe, die war so gut einfach. Dauert so lange mal zu force-feeden. Dauert halt. Also wenn ich jetzt ein Artefakt mitnehme, hätte ich zwei Chancen, theoretisch auf den Drachen oder so. Zumindest artefaktseitig. Ich brauche ja noch Gigaherzen. Wie lange braucht man denn hier, um 1000 AP zu füttern? Na, 21, 22, 23, 24. 4 Sekunden für 100 AP. Ja, ich stelle wieder ganz gut her. Aber ich brauche halt einfach das Curry. Das Problem ist halt, ich will mich dann auch für den Alpha-Drachenboss und alles möglichst perfekt darauf vorbereiten, weil wenn ich dahingehende nicht schaffe, dann wird mich das nicht in Ruhe lassen. Ich möchte das abschließen. Den Alpha-Drachenboss und alles andere auch. Ansonsten kann ich ja einfach nicht ruhen, ne? Nicht vergessen wegen Respawn, ja. Zwecks Respawn. Wenn ich hier stehen bleibe, kommt der Respawn dann trotzdem um mich rum, auch wenn ich hier gerade stehe? Oder kann der nur mit einer signifikanten Entfernung spawnen? Er kann ja nicht einfach so in mir drin spawnen, oder? Die hatten halt einfach keine gute Gesundheit hier, die Viecher. Also mein Stuff ist weg. Es geht nur noch dran, die Utis jetzt zu holen. Und dann kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Respawn noch in gewisser Entfernung vom Spieler. Ja, dann müssen wir mal gucken.
Ich glaube, ich komme nicht wirklich weit mit den Uties, wenn ich die nicht noch ein bisschen hochforce-feede. Ich würde sagen, ich gehe los, wenn mein eigenes Leben voll ist. Oder noch besser, wenn das nächste Fry Curry anfällt. So, reinkommt die Höhle, Uties einkapseln, dann wieder raus. Wie rein? Ja, einfach Uties reinschmeißen. Mit Kruger Kapseln. So, der ist gleich auf 9 KP. Aber das Fleisch ist gleich alle. Wenn das Fire Curry ausläuft, muss ich mir sofort wieder neues reinpfeifen. Sofort, wenn es ausläuft, eine Suppe rein. Aber das hält doch 15 Minuten, oder? Ja, 15 Minuten. Allein, ich stehe doch allein 15 Minuten jetzt hier in dem Gang fast. Also, die Sachen sind weg. Frage, können Dinos auch respawnen, wenn ein Dino von mir da steht und kein Spieler? Oder geht das nur um den Spieler rum nicht? Wenn ich dann in Dino parke, ist dann auch respawn. Das heißt, der kurz vom Schluss, wo meine Dinos sind, müsste ja kein Respawn dann sein, weil ja meine Uties da stehen. Nur um den Spieler. Na, klasse. So, meine AP sind wieder voll. Meint ihr, das reicht für den letzten Vorstoß? Muss ein bisschen mal den Pelz rauswerfen. Muss noch ein bisschen Zeit gönnen. Voll healen. So, wenn du schaust, dich eben. Nee, ich interessiere mich gar nicht dafür. Ich glaube, ich muss auch ganz dringend nächsten Mittwoch, wenn das Spiel ist, nicht streamen. Währenddessen. Ich habe nämlich alles Besseres zu tun. Kann es sein, dass der Hütte genau dann stirbt, wenn du in Render kommst? Ja, dann würde ich aber die Sättel mitnehmen. Aber warte mal, dann sterben die nicht, die können sich verteidigen, die zerhäckseln da alles. Das sind halt starke Uties, die da auch sind. Starke Uties mit einem guten Sattel. Das hier sind Uties mit einem Standardsattel. Natürlich halten die nicht viel. Gnelly Games, na klar kann ich die buffen. Brauche ich nicht testen. Mache ich ja auch die ganze Zeit, wenn ich noch Stamina habe, aber die haben halt schon wieder voll wenig Stamina hier. Wie schnell wir die Maus dabei bewegst? Nein, geht nicht. Ist genau gleich schnell.
Ob, wenn ich mit Maus drauf bin oder nicht, das kommt aufs Gleiche raus. Das dauert einfach mal so lang. Der muss hier mal ein bisschen Food kriegen. Ich glaube übrigens, wenn die UTs und alles weg ist, dann töte ich mich einfach oder so und versuche gar nicht erst rauszukommen, weil das zu langer Drag ist. Die ich hier dabei habe, plus Kryokapseln und die Rüstung, die ich habe, das ist total egal. Das kann ich ruhig verlieren. So, aber ich glaube, das reicht jetzt. Wir machen's. Let's go. Okay, ist schon mal nicht gerespawnt. Oben ist ein roter Drop, der interessiert mich überhaupt gar nicht. Tja, und hier muss ich jetzt mich durchkloppen. Auf Leben hat der zweite nicht so viel. Aber auf den werde ich mich draufsetzen. Der mehr Schaden kriegt, ist meistens der, auf dem ich nicht sitze. Der, auf dem ich sitze, kriegt immer weniger Damage. Reicht das eigentlich schon zum Durchlaufen? Hier, der hat 14k und der hat 9k, also gehe ich auf den. Nee, reicht noch nicht. So, wollen wir hoffen, dass die UTs noch hinten sind. Let's go. Alles voll. Oh Gott, hier unten geht's ab. Oh Gott, der Juti stirbt hier aber jetzt gerade. Ja, ich lasse kurz meine Ausdauer aufladen. Ja, der UT ist noch da unten. Und der andere ist da oben. Ja, die sind noch da. Soweit, so gut erstmal. Warte mal, wo ist denn hier der Affe hin? Ja. Der andere steht knallhart da oben. Ich habe den guten UT wieder, aber mein Stuff ist weg, I guess. Hallo? Ja.
Weißt du was, als Trost nehme ich das Artefakt halt mit. Aber nur eins. Und der kommt jetzt mit zurück. Und da, ups, nein, 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 da unten ist einer drin. Das müsste aber der Falsche sein, der Schlechte. Das ist egal. Und mein Loot hier ist selbstverständlich weg. Ja, nichts zu machen. Okay, dann die Frage. Kann ich den 270er Juti mitnehmen? Oh, oh, das ist schlecht hier. Das ist gerade ganz schlecht hier. Oh nein, 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 nein. Oh Leute, nein, oh, es ist sogar noch der Falsche. Es ist der Falsche, ich gehe schon wieder drauf, glaube ich. Es ist schon, ich gehe schon wieder drauf, Leute. That's it. Ich kann auch nicht hüpfen hier. Ach, Leute, das war's. Ich bin weg. Ich bin mit dem Falschen logischerweise gerade auch weg. Ich komme da nicht raus. Ich hätte den einkrühren müssen, den einen, den linken. Sind uns die UTs egal? Ich glaube, das hat sich erledigt, die Cave. Feierabend, Leute. Ich habe mit der Cave, glaube ich, abgeschlossen. Ich habe noch ein Artefakt übrig, das muss reichen. Es sei denn, ich muss mich nochmal richtig, richtig abartig vorbereiten. Die hängen halt da hinten drin. Ich wollte den anderen noch mitnehmen mit dem guten Sattel. Mein Equipment war allerdings weg. Das wird eine komplexe Rettungsmission. Die muss ich vielleicht wann anders mal machen. Aber nicht mehr heute. Leute. Ich respawn da mal und wir gehen zurück. Haben Sie keine Endhaken mit? Ich habe diesmal keine mitgenommen, weil ich nur ganz schnell wieder hingerannt bin, hoffen, mein Loot zu finden. Und als ich dann drin war oder hier war, war es schon wieder zu spät. Das Übliche. Ganz einfach, ich überfülle die Caves einfach mit Duties. Genau, ich ziehe mir eine Armee von Duties ran, überfülle die Cave. Lass die überall stehen. Lass niemals seine Tiere zurück. Geht nicht anders. Das einzig Schade sind die Sattel, aber ich glaube, die... Naja, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass die... Also ich krieg den halt da auch wieder nicht raus, den Jutti. Ich hätte den einkryonen müssen. Es hätte nicht funktioniert. Ich habe schon wieder so viel Schaden gekriegt, so viel Kälteschaden einfach. Ich krieg den da nicht raus. Ich kann da drin nicht bauen. Tja, also Jutis waren zwar noch da, aber ja, dann ist egal. Ich muss da nochmal 50 durch, mir muss ich auch vorbereiten. Das Problem ist aber, die gute Pelzrüstung, die braucht so viel Pelz. Und das ist nicht easy. Ärgerlich. Also die gute Pelzrüstung ist einfach weg. Ja, wenn nur die Dinos da drin sind, ist nicht so schlimm. Das Artefakt ist auch weg, mehr oder weniger. Ich muss da nochmal vernünftig rein. Die Höhle einfach mit Duties zumüllen, die ganze Zeit lauter Viecher reinwerfen, weil ich die in Massen hier züchten kann. Na, ich überleg's mir.
Muss mich aber hier noch um die Zuchten alles kümmern. Ah, das war so mies mit dem Pullover am Anfang. Da gibt es so viele Stellen, wo man runterfallen kann. Der Cave und Dinos hüpfen da einfach immer nach unten ins Wasser. Oder ich mache Folgendes. Ich schreibe die Cave einfach ab. Ich habe ja noch ein Artefakt. Ich versuche den Drachen auf Alpha und wenn ich schaffe, muss ich mir keinen Gedanken mehr machen, mich um die UT-Star zu kümmern. Ansonsten halt, der hat halt einen schönen Sattel oder die hat einen schönen Sattel gehabt. Dann müssen wir halt mit anderen arbeiten, wo man... Ja, hier zum Beispiel. Da guck mal, wie viele Siliziumperlen. 1500 Siliziumperlen. Wie soll ich die denn jemals farmen, Leute? Wie soll ich denn 1500 Siliziumperlen farmen? Das ist viel zu viel. Oder vielleicht bei den Obelisken auf Scorched Earth oder so. Naja. Anglerfisch. Dann habe ich mich auch nicht auseinandergesetzt mit. Egal. Anglerfische. Und nochmal, wie machen Anglerfische Perlen? Müsst vielleicht mal am Wiki gucken. Leute, mir reicht es aber ehrlich gesagt für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ich hatte beim zweiten Mal kein Full Kit. Ich hatte schlechte Dinos gehabt. Das waren die, die noch nicht gelevelt waren, die noch nicht viel Leben hatten und mit Standardsattel. Hier ist auch noch einer. Ich werde einfach nochmal neue holen. Die hatten einfach schlechte HP. So, ich habe die praktisch hochgelevelt. Der hat jetzt auch 30k Leben hier oder sowas, ne? Aber nur 15 davon. Ist halt witzlos, wenn die low sind. Ich mache mir eine UT-Armee vielleicht und schmeiß einfach Kryokapseln da rein, so als persönliche Rache. Und sorge dafür, dass die UTs einfach immer permanent alles klären für mich, dass ich noch durchlaufen muss. Vielleicht wäre das eine Option. Vielleicht eine Unkonzente, ist mir aber egal. Leute, bis die Tage. Morgen wahrscheinlich frei, übermorgen auch und beim Mittwoch im Fußballspiel muss ich mal gucken. Ich werde es mir überlegen. Also währenddessen macht keinen Sinn. Dann würde ich lieber am Dienstag nochmal streamen und dafür am Mittwoch frei machen. Vielleicht ist das die Lösung, aber wir schauen mal. Leute, ich bin raus für heute. Aber heute bin ich echt gefrustet. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao, ciao. Tilt. Tilt. Tilt auf Doom.